Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dem Kongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zur Luftfahrt. Herr Biesel hat mir vorhin gerade mitgeteilt, dass er sich nicht erinnern könne, dass es schon mal einen solchen Kongress gegeben hat. Das heißt also, das ist ein historischer Versuch, mal gemeinsam ein wichtiges Thema anzupacken. Entsprechend sind wir auch besetzt. Es sind aus allen Interessengruppen, Interessenkreisen hier maßgebliche Personen anwesend. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie den Weg nach Berlin nicht gescheut haben und heute hoffentlich die Debatte beleben werden mit Ihren jeweiligen Beiträgen. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir bitte erstmal, dass ich zwei Zitate bringe aus Koalitionsverträgen. Das erste ist der Koalitionsvertrag, der für die vorige Koalition gegolten hat, also vor dieser Legislaturperiode. Und das zweite ist der Koalitionsvertrag, der jetzt gilt. Damals hieß es, die Koalition ist sich der großen Bedeutung der Luftverkehrswirtschaft für den Standort Deutschland bewusst. Komisch, nicht? Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Es macht etwas unruhig, dass das Gegenstand eines Koalitionsvertrags sein muss. Aber, wie gesagt, es stand drin und jetzt schreiben wir, wir werden den Luftverkehrsstandort Deutschland stärken und setzen uns für den Erhalt seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein. Das ist ja schon ein etwas stärkeres Wort. Allerdings waren wir damals als die Autoren des Verkehrsteils dieses Koalitionsvertrages doch noch nicht so richtig einverstanden mit dem, was letzten Endes in der Endredaktion für den Luftverkehr übrig geblieben ist. Aber wir dachten, es ist immerhin etwas und versuchen das jetzt mal umzusetzen. Meine Damen und Herren, allerdings lag in verschiedenen Punkten schon ein erhebliches Hindernis vor. Nämlich schon 2010 wurden die Luftverkehrsunternehmen mit der Luftverkehrssteuer zusätzlich belastet. Das kann man tun, allerdings nur dann, wenn es möglich ist, so etwas zu tun, ohne den Wettbewerb zu verzerren. Das heißt, wenn alle anderen Länder auf der Welt, die Deutschland anfliegen, ein ähnliches Besteuerungssystem einführen, ist das alles kein Problem. Wenn es aber einseitig bei uns gemacht wird, dann betrifft es auch einseitig die deutsche Luftfahrt und dann ist es ordnungspolitisch nicht korrekt. Wir haben es gleichwohl so gemacht, wir konnten uns als Verkehrspolitiker damals gegen die berechtigten oder sicher also auch schwerwiegenden Einwände der Fiskalpolitiker nicht durchsetzen, denn es ging uns natürlich auf der anderen Seite auch um einen schuldenfreien Bundeshaushalt. Und das ist auch ein Wert an sich. Und in dieser Abwägung von Werten ist es dann schließlich dazu gekommen, dass wir den Status quo hatten aus dem Jahr 2010, die bestehende Luftverkehrssteuer. Meine Damen und Herren, es ist damals eben, wie gesagt, in dieser ersten Legislaturperiode, in der vorhergehenden Legislaturperiode, nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und deshalb haben wir uns mehr vorgenommen jetzt. Wir haben bereits am Ende der letzten Legislaturperiode einen Initiativkreis Luftverkehr in der CDU-CSU-Fraktion etabliert und konnten unsere Positionen dann in die neuen Koalitionsverhandlungen einbringen. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass unser Bundesverkehrsminister, den ich ganz herzlich begrüße, Alexander Dobrindt, gleich zu der Beginn der Legislaturperiode mit der Erarbeitung eines Luftverkehrskonzepts für Deutschland begonnen hat. Das war ein wichtiger Schritt voran und Bestandteil oder Grundlage dieses Konzeptes sollte eine Markt- und Wettbewerbsanalyse sein, aus der Handlungsoptionen abzuleiten sind für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandortes. Und diese Studie liegt nun vor, diese Analyse liegt nun vor und wir erwarten mit dem Luftverkehrskonzept klare Aussagen und einen Maßnahmenkatalog, wie wir die Rahmenbedingungen in Zukunft gestalten wollen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftverkehrswirtschaft auf dem globalen Markt
wirklich deutlich zu verbessern und damit die Attraktivität auch unseres gesamten Wirtschaftsstandorts wieder auf ein anderes Niveau zu heben. Ziel muss es sein, bei weltweitem Wachstum auch wirklich mitzuhalten und vor allen Dingen keine Marktanteile mehr zu verlieren, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen welche zurückgewinnen, auch wenn andere Wettbewerber aufgrund besserer Rahmenbedingungen, die sie in ihren Heimatländern vorfinden, Wettbewerbsvorteile uns gegenüber haben. Trotzdem müssen wir uns dieses Ziel stellen, wir müssen diese Wettbewerbsfähigkeit erhalten und Marktanteile zurückgewinnen. Unsere Luftverkehrswirtschaft, die sich mit erheblichen Anstrengungen am Markt behaupten muss, ist eben, wie gesagt, durch diese nationale einseitige Steuer belastet, aber es gibt natürlich auch noch eine ganz andere Menge von Dingen, die das Handeln unserer eigenen Luftverkehrswirtschaft erschweren. Meine Damen und Herren, wir müssen die Spielräume, die wir jetzt haben, ausnutzen. Und hier sage ich auch, es kann auch nicht sein, dass verschiedene wichtige Eckpfeiler der Mobilität in Deutschland unterschiedlich behandelt werden. Im Augenblick, wissen Sie, ist eine sogenannte Kaufprämie für Elektroautos beschlossen worden und ich mache aus meiner Meinung keinen Hehl. Ich halte das auch für eine ordnungspolitische Fehlleistung, die wir da begangen haben. Aber das bedeutet auf der anderen Seite, alle diese Dinge dürfen nicht zu einer einseitigen Verzerrung der Marktbedingungen unter unterschiedlichen Mobilitätsträgern hier führen. Und darauf müssen wir achten und darauf müssen wir insbesondere zugunsten auch der des Luftverkehrs achten. Meine Damen und Herren, es ist außerdem so, dass wir inzwischen Entwicklungen sehen im internationalen Luftverkehr, die uns bedenklich erscheinen müssen. Wenn man in der Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit sich anschaut, wie beispielsweise Istanbul zu einem Luftdrehkreuz geworden ist und nach und nach die Gefahr gesehen wird, dass einige Flughäfen bei uns immer mehr Zubringerflughäfen für dieses Luftdrehkreuz sind, dass man offenbar zu besseren Marktbedingungen, also zu besseren Bedingungen dort die Luftverkehrsmobilität gestalten kann, dass wir auf der anderen Seite mit unseren eigenen Investitionen, ich erinnere nur an das Projekt BER, ganz offensichtlich nicht zur Stuhle kommen, jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit, wie wir uns das mal vorgestellt haben, dann sind das alles Dinge, die, wenn wir sie nicht ernst nehmen, in der Summe dazu führen, dass wir eines Tages wettbewerbsmäßig leider zweiter Sieger bleiben. Und das darf für eine Industrienation wie Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern, die eine ganz erhebliche ein tragendes Element der Europäischen Union und der europäischen Wirtschaftsstruktur ist nicht sein. Um diese Dinge so vernünftig wie möglich anzupacken und auch wirklich alle Seiten, die an diesem Prozess beteiligt werden müssen, hier zu Wort kommen zu lassen, haben wir hier diesen Kongress geplant. Wir möchten, dass alle, die sich zu diesem Thema äußern wollen, unabhängig, ob sie mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, einverstanden sind oder nicht, zu Wort melden und ihre Meinung hier einbringen. Wir müssen zusammenstehen und gemeinsam vorwärts kommen. Jo. Und deshalb, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank für die Mitwirkenden heute. Lieber Alexander Dobrindt, ich bin sehr dankbar, dass du heute hier mit teilnimmst und die Vorstellung zum Luftverkehr des Ministeriums mit vorstellen wirst. Mein Kollege Dr. Michael Fuchs, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für Wirtschaft, ist ebenfalls anwesend. Herzlich willkommen. Und besonders dankbar bin ich auch Herrn Dieter Fockenbrock vom Handelsblatt, der dann die Podien moderieren wird. Keine leichte Aufgabe, aber das wird Ihnen hervorragend gelingen. Sie werden dann auch die Kollegen, die an diesem oder die Teilnehmer an diesen Foren einzeln vorstellen. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre Mitarbeit. Und jetzt möchte ich mich ganz besonders bedanken bei dem Vorsitzenden unserer CDU-CSU-Fraktion, bei meinem Freund Volker Kauder, der heute die Bedeutung der Luftfahrt für unsere Fraktion und für unser Land dadurch demonstrieren wird, dass er jetzt sofort reden wird. Du hast das Wort, lieber Volker. Ja, lieber Arnold Fatz, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Kongress Luftverkehrsstandort Deutschland bestehen im globalen Wettbewerb findet nicht zufällig statt. Und er findet auch nicht zufällig in dieser Zeit statt.
sondern er findet statt, weil wir alle spüren in unserer Bundestagsfraktion, dass im Bereich Luftverkehrsstandort nicht alles in Ordnung ist. Und wir spüren, dass da eine Branche in einem Wettbewerb steht, der mit fairem Wettbewerb in vielen Fällen nichts zu tun hat. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass der Luftverkehr aus welchen Gründen auch immer nicht in die Welthandelsorganisation hineingekommen ist. Und wir deshalb dort eine Situation haben, die wir in anderen Bereichen so nicht vorfinden. Wo es nämlich nicht darum geht, einen Wettbewerb um die beste wirtschaftliche Lösung zu finden, sondern einen gnadenlosen Verdrängungswettbewerb durchzuführen mit Subventionen, mit rechtlichen Bedingungen, mit Erschwernissen, dass deutsche Luftverkehrsteilnehmer in anderen Flughäfen zum Zug kommen und. Und diese Situation wird sich so schnell auch nicht auflösen lassen. Umso bemerkenswerter ist es, dass wir trotzdem uns im Wettbewerb behaupten können und dass die Lufthansa, Herr Spohr, trotzdem Ertrag gemacht hat, trotz dieser Situation. Aber wir sehen natürlich auch, dass sich die Bedingungen für ein Wachstum im hart umkämpften Markt bei uns in Deutschland nicht verbessert haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Nicht zu schauen, dass wir es im letzten Jahr noch mal gut geschafft haben und dass wir es in dem Jahr auch noch mal gut schaffen werden, sondern was können wir tun? Und da ist natürlich das Thema, wir haben ja mehrfach mit der Luftfahrtwirtschaft darüber gesprochen, die Luftverkehrssteuer ein Thema. Der Finanzminister weist darauf hin, dass diese Luftverkehrssteuer nicht das eigentliche Problem für die Herausforderungen sei. Verweist auf den Wettbewerb, stimmt ja auch alles. Trotzdem ist es natürlich eine Belastung, wenngleich das Argument, dafür wird ja auch keine Steuer fällig auf Betriebsstoffe. Die Bahn muss Steuer auf den Betriebsstoff zahlen und so, das kommt da alles noch dazu. Also, Sie merken da schon, dass wir bisher beim Bundesfinanzminister keine so guten Karten haben, um, das muss man auch ganz offen sagen, diese Steuer wegzukriegen. Und deshalb müssen wir überlegen, wo können wir trotzdem etwas tun. Und da finde ich schon, dass man um der Wahrheit willen sagen muss, dass wir bisher in dieser Legislaturperiode noch keinen signifikanten Beitrag für den Luftverkehr gezeigt haben. Wir sind jetzt dabei, an zwei Punkten, die mir eingeleuchtet haben, etwas zu verbessern. Und das sind einmal die Kosten für die Luftsicherheit, wo es um eine eigentlich kleine Korrektur geht. Es wird ja gar nicht verlangt, dass alles der Staat übernimmt. Hätten wir ja auch können, Herr Spohr, haben Sie ja gar nicht gemacht. Sondern, dass man lediglich die Mehrwertsteuer ausweist auf die Kosten und dann diese Mehrwertsteuer zum Abzug bringen kann. Was ein beachtlicher Beitrag ist. Sie sprechen von 600 Millionen, die da zu Buche schlagen. Also eine Größenordnung, die nah an die Steuer herankommt. Oder Sie weisen darauf hin, dass die Kosten für die Ansprüche von Kunden, was bei Verspätungen und so kommt, in eine Größenordnung gestiegen sind, die man auch nicht mehr akzeptieren kann und die auch gar nicht so verständlich sind. Wenn aus Sicherheitsgründen eine Maschine eben ersetzt werden muss und die andere kommen muss, kann doch das nicht ein Grund sein, um da jetzt Verspätungszuschläge in gigantischem Umfang zu bezahlen. Also von daher gesehen, glaube ich schon, muss einiges getan werden. Ich bin mit dem
Bundesfinanzminister, der ein Freund aus meinem eigenen Heimatverband ja ist, Wolfgang Schäuble, im intensiven Gespräch. Sie alle kennen Wolfgang Schäuble. Ihn zu überzeugen, dass er Geld rausrücken muss, ist schon eine Herkulesaufgabe. Aber man darf auch nicht aufgeben. Und das machen wir nicht. Und wir sehen die Möglichkeit, gerade bei dem Thema Sicherheit doch noch zu einem Erfolg zu kommen, was eine auch bedeutende Entlastung wäre. Und es ist ja zu Recht in diesen Tagen darüber gesprochen worden, dass wir unsere Industrie auch unterstützen müssen auf dem Weg in die Modernisierung. Also Industriepolitik ist durchaus mit Marktwirtschaft vereinbar. Wenn wir das früher nicht gemacht hätten und Franz Josef Strauß dafür geworben hätte und auch durchgesetzt hätte, massiv mit Steuermitteln eine Luftindustrie aufzubauen, hätte man heute manches nicht, um das auch mal klar zu sagen. Und das wäre industriepolitisch deswegen schlecht, dann hätte man einen Wettbewerber weniger. Insofern war das alles richtig. Und deswegen müssen wir hier auch etwas tun. Aber wir müssen auch dafür werben, dass wir die Bedingungen insgesamt für den Luftverkehr verbessern. Wir haben jetzt für die Automobilindustrie etwas getan. In zwei Teilen, in dem einen Teil, Arnold, sind wir beide einverstanden gewesen, obwohl ich immer sage, ich bin nicht zuständig für die Esso-Tankstelle. Wenn jemand einen Markt Autos hat, muss er gucken, dass er den Betriebsstoff auch mitbringt. Aber wir sind bereit, in das Infrastrukturnetz für die Elektromobilität zu investieren. Wenn die Leute sehen, da gibt es überall eine Steckdose, wo ich da mein Auto anstecken kann, hat das natürlich auch eine Bedeutung, wenn sie sehen, da geht ja gar nichts. Das ist in Ordnung. Über den anderen Teil sind uns Arnold Fahrts und ich einig. Einig. Viele andere auch. Aber deswegen müssen wir auch, was wir dort getan haben, für die Infrastruktur etwas tun. Und dazu gehört Sicherheit und Kosten und alles mehr. Aber es gehört auch dazu, dass wir mehr Positives auch für unsere Luftfahrtindustrie machen. Und die Luftfahrt leistet einen enormen Beitrag bei einem Ärgernis bei vielen Leuten, nämlich beim Lärm. Die Flugzeuge sind wesentlich ruhiger geworden. Und da muss man doch auch sagen, wenn dies von niemandem honoriert wird, dass die teure, neue, leisere Flugzeuge starten und landen lassen, dann fragt sich doch jeder, warum mache ich es dann überhaupt, wenn es überhaupt keine Wirkung entfaltet. Ich möchte Sie trotzdem ermuntern, dass Sie weitermachen und dass wir mit den Menschen auch drüber reden müssen. Ich habe an meinem 50. Geburtstag beschlossen, mich nicht mehr zu ärgern. Gelingt weitgehend, ich muss mich aber umso häufiger wundern. Aber zweimal in der Woche ärgere ich mich wirklich. Einmal, wenn ich am Sonntag von Stuttgart aus nach Berlin fliege und wenn ich am Freitag von Berlin wieder nach Stuttgart fliege und dann durch die Drehtüre komme und dort eine Riesenwerbung hängt, von Stuttgart in die ganze Welt, dann denke ich, super, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so ein Flughafen sind, wo man in die ganze Welt kommt. Und dann sehe ich den großen Schriftzug Turkish Airlines. Von Stuttgart in die ganze Welt mit Turkish Airlines. Und da kann ich nur sagen, das kann nicht das Ergebnis sein unserer Situation im Luftverkehr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das kann nicht unser Ergebnis sein. Natürlich können die Menschen mit Turkish Airlines in die ganze Welt fliegen. Aber der Umkehrschluss heißt doch, vom deutschen Flughafen nicht mehr in die ganze Welt, sondern wir sind mehr oder weniger Zulieferer geworden für die großen attraktiven Strecken. Ich will mal von anderen Fluglinien in der arabischen Welt mal gar nicht sprechen, wo das läuft.
Und diese Fluggesellschaften, wie die organisiert sind, wie da Geld hineingesteckt wird, wie da subventioniert wird, das können wir beim besten Willen nicht bestehen. Und deswegen müssen wir hier etwas tun. Ein exportintensives Land, Weltmeisterland im Export, kann nicht mit einer Luftfahrtinfrastruktur aus dem letzten Jahrhundert in die Zukunft gehen. Und deshalb finde ich es großartig, dass wir auf diesem Kongress heute miteinander reden. Ich bin Alexander Dobrindt dankbar, der wahrscheinlich alle meine Aussagen, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, teilt, den ich unterstütze nach Kräften, dass wir vorankommen und dass wir auch das entsprechende Luftfahrtkonzept vorlegen. Und ich bitte Sie heute, wo Sie da sind, sagen Sie die Dinge so, wie Sie sie sehen. Also ich möchte nicht, dass es nach dem Motto abläuft, wie es manchmal abläuft. Also jetzt waren wir auf dem Kongress der Fraktion und da waren wir nett zueinander und vornehm und haben nichts gesagt. Aber eigentlich ist das alles Mist, was da gemacht wird. Das muss heute auf den Tisch, damit wir daraus miteinander Konsequenzen ziehen können. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und es spricht jetzt zu uns der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Volker Kauder, lieber Arnold Fahrz, als allererstes mal ganz herzliches Dankeschön, dass wir gemeinsam zum Kongress Luftverkehrsstandort Deutschland und den Fragen des globalen Wettbewerbs hier einladen können und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich kann in der Tat in Anschluss an das, was Volker Kauder gesagt hat, dass ich überall da inhaltlich mitgehe, abgesehen bei der Elektromobilität jetzt, bin ich überall mit dabei. Und genauso offen und ehrlich werden wir die anderen Fragen heute diskutieren. Es gibt ein Grundprinzip der Globalisierung, das lautet, dass Fliegernationen sind Wohlstandsnationen. Und dabei ist der erste Teil, die Fliegernation, das Bedeutende, weil das zeigt, dass man vielleicht in der öffentlichen Diskussion in der Vergangenheit den Wert für die Volkswirtschaft, den Wert der Luftverkehrswirtschaft für die Volkswirtschaft, entweder unterschätzt hat oder zumindest nicht so ausreichend in den Debatten gewürdigt hat, wie es notwendig wäre, wenn man die Wohlstandssituation, Wachstum, Arbeitsplätze auch in die Zukunft verlängern will. Der Luftverkehr ist nun mal der am stärksten wachsende Verkehrsträger, unverzichtbar für moderne Volkswirtschaften. Und ich kann ergänzen, dass der Luftverkehr maßgeblich darüber mitentscheiden wird, ob wir Innovationsland bleiben oder ob wir Stagnationsland werden. Dass wir uns heute damit auseinandersetzen, hat ein Stück weit damit zu tun, dass wir auch der Meinung sind, die Bedeutung der Luftverkehrswirtschaft muss stärker auch in den Fokus der Politik kommen. Darum bin ich der Fraktion so dankbar, dass es jetzt ganz oben auf der Agenda mitsteht. Das hat damit zu tun, dass die Erkenntnis, die in vielen Studien der letzten Monate auch öffentlich gemacht worden ist, dass die internationale Vernetzung weiter zunimmt und dass dieser Teil Vernetzung die grundlegenden Elemente sein werden, um Wachstum und Wohlstand und Arbeit für morgen zu generieren, von uns auch in Vordergrund der weiteren Debatten gestellt werden. Für ein Land, das Exportweltmeister ist, Logistikweltmeister ist, gilt das übrigens ja noch deutlich mehr als für alle anderen. Und wir wollen die Erfolgsgeschichten, die wir in der Vergangenheit geschrieben haben, auch unter neuen Wettbewerbsbedingungen, wie sie Volker Kauder dargestellt hat, in einem global-digitalen Zeitalter natürlich fortsetzen. Und das heißt, wir müssen unsere Stärken stärken. Und wenn wir unsere Stärken stärken wollen, dann heißt es, dass wir unsere Flughäfen, unsere Airlines, das deutsche System Luftverkehrswirtschaft stärken müssen, um den globalen Wettbewerb zu bestehen. Wir reden gerne über den Wettbewerb international und haben im Blick immer Unternehmen.
Dabei ändert sich die Welt gravierend gerade eben. Nicht nur der Wettbewerb zwischen den Unternehmen wird stärker, auch der Wettbewerb zwischen den Staaten und Nationen wird wieder deutlich stärker. Und es gibt eine ganze Reihe von Regionen der Welt, die ihre Kernkompetenzen der Wirtschaft definieren und diese Kernkompetenzen der Wirtschaft auch schützen wollen. Und der Schutz dieser Kernkompetenz heißt nichts anderes als eine Verstärkung der Wettbewerbssituation gegenüber den anderen. Ich glaube, wir müssen uns auch darauf rüsten, dass gerade die Luftverkehrswirtschaft eine der Branchen ist, bei der sich andere in der Welt darauf verständigt haben, dass dies zukünftig einer ihrer Kernkompetenzen ist, die sie schützen wollen. Und das heißt für uns, wenn wir weiterhin starke Luftverkehrswirtschaft in Deutschland wollen, müssen wir genau auch auf diese Maßnahmen reagieren, und zwar staatlich reagieren. Das Umfeld ist bekannt, die Herausforderung ist bekannt, der Strukturwandel durch die Liberalisierung, das Entstehen der neuen Wachstumszentren, der Hubs im Mittleren Osten, in der Türkei, der dadurch entstehende Wettbewerbsdruck auf unsere Drehkreuze, die außereuropäischen Konkurrenten im Bereich der Fluggesellschaften, all das ist Teil, mit dem wir zurechtkommen, solange wir einen fairen Wettbewerb unterstellen. Manchmal kann man den durchaus in Frage stellen, und deswegen ist unsere Reaktion darauf gefragt. Mein Gutachten sagt 65% Wachstum im Bereich der Passagierverkehre in der Luftverkehrswirtschaft heraus. Andere Studien sprechen weltweit von einer Verdoppelung, und das heißt, das Potenzial ist da, die Verteilung dieses Potenzials steht jetzt im Vordergrund. Die Voraussetzung, damit wir diese Wachstums- und Wohlstandschancen nutzen, heißt beim Beispiel vom Volker, nicht nur unser Flughafen, auch unsere Fluggesellschaften sollen diejenigen sein, die den Mehrwert dabei generieren können. Die Ausgangslage übrigens ist trotz dieser Analyse, die ja nicht ganz neu ist, nicht zwingend schlecht. Sie ist vielleicht sogar per se eigentlich gut. Die öffentliche Begleitung übrigens nicht immer, auch das muss man dazu sagen. Auch da ist ein wesentlicher Teil der Aufgabe die Kommunikation, die von uns gestärkt werden muss. Ich halte auf jeden Fall die Fragen der Konnektivität, die Frage der Erreichbarkeit der Flughäfen für europaweit spitze. Wir haben eine der größten Fluggesellschaften weltweit. Wir sind Frachtverkehrsstandort Nummer 1 und wir haben, erlauben Sie mir, mit München jetzt auch den besten Flughafen Europas und drittbesten Flughafen der Welt. Das zeigt, wir sind in der Lage, durchaus unter fairen Bedingungen wettbewerbsfähig zu sein. Wir wollen die Leistungsfähigkeit stärken, und dazu braucht es aus unserer Sicht eine Systempartnerschaft aller Akteure, also der Airlines, der Flughäfen, der Flugsicherung, der Logistik und natürlich auch der Politik. Auch die muss sich als Systempartner mit verstehen. Und wir brauchen eine langfristige und stimmige Gesamtstrategie. Unser Luftverkehrskonzept ist das, was die Grundlage dafür bilden soll. Wir haben uns auf dieses Luftverkehrskonzept im Koalitionsvertrag verständigt. Und als wir begonnen haben, die ersten Entwicklungsphasen davon vorzubereiten, hat man so ein bisschen gemerkt, dass es eine Hoffnung gibt, die aufkeimt bei einer Reihe von Verkehrspessimisten, dass jetzt endlich damit ein Entmobilisierungsprogramm auf den Weg gebracht werden könnte und man automatisch nur noch über höhere Gebühren und Verzicht von Ausbau auf Flughäfen und all dieses reden würde in einem Verkehrskonzept, Luftverkehrskonzept. Meine Damen und Herren, ich will auch hier sehr deutlich sagen, all diesen Verkehrspessimisten, die diese Erwartungen an das Luftverkehrskonzept haben, kann ich nur eine unmissverständliche und klare Absage erteilen. Unser Luftverkehrskonzept ist ein Konzept für Luftverkehrsmobilität und nicht gegen Luftverkehrsmobilität. Das wird sich auch in den Beratungen nicht ändern. In einem
ersten Schritt haben wir vorgeschlagen, dass wir die Markt- und Wettbewerbsanalyse durchführen, um eine belastbare und valide Zahlenbasis zu haben, aufgrund der wir beraten können. Wir werden übrigens auch diese Datenbasis der Wettbewerbsanalyse in die Zukunft mit vorschreiben. Das Gutachten liegt ja inzwischen auch vor. Da gibt es eine umfangreiche Sammlung von Maßnahmen. Nicht automatisch können wir uns all diesen Maßnahmen zu eigen machen, aber es ist nun mal die Grundlage für dieses Verkehrskonzept. Ich habe drei Punkte, die dabei jetzt in der Erstellung für uns bedeutsam sind. Erster Punkt, wir wollen die deutschen Hubs stärken. Das größte Wachstumspotenzial liegt im internationalen Verkehr. Und um daran teilzuhaben, brauchen wir die starke Stellung der internationalen Drehkreuze, müssen sie auch weiter aufbauen. Das geht mit einer Positivliste, die wir einführen, national bedeutender Flughäfen. Da sind diejenigen mit betroffen, die eine höchstmögliche Konnektivität haben. Da sind die betroffen, die eine bedeutende Zubringerfunktion haben. Da geht es auch um diejenigen, die eine Spezialisierung haben auf beispielsweise Luft- und Frachtexpress und diejenigen, die Ausweichflughäfen darstellen und einen 24-Stunden-Betrieb garantieren können. Um das dann auch zu unterstützen, müssen wir mit unseren Airlines diese Hubs bedienen können. Und dazu gibt es dann konkrete Maßnahmen im Konzept, wie die Wettbewerbsfähigkeit der Airlines gestärkt werden kann. Ich glaube, dass die Kosten der Luftverkehrssicherheit da die zentrale Rolle dabei spielen werden. Die ist konkret und sie ist auch für alle Teilnehmer gleichermaßen bedeutend, sodass auch alle davon profitieren können. Wir haben ferner eine Kapazitätserweiterung in der Diskussion, was die Flughafeninfrastruktur betrifft. Wir werden klarmachen, dass die Umsetzungschancen dieser Kapazitätserweiterungen gewahrt bleiben müssen, genauso wie die Verkehrsanbindungen an die Flughäfen, die Vernetzung mit Straße und Schiene weiter ausgebaut werden muss. Da haben Sie die Grundlage dafür auch schon im Bundesverkehrswegeplan in seinem Entwurf, wie wir ihn vorgelegt haben, jetzt gesehen. Mit seinen knapp 265 Milliarden Euro ist da auch ein Fokus auf stärkere Verkehrsanbindung von Flughäfen beinhaltet. Schienensystem und all die Fragen, die dabei eine Rolle spielen. Zweitens, wir werden die Betriebszeiten der Flughäfen offen halten und wir werden auch der Verschärfung und der Diskussion der Verschärfung der Betriebszeiten eine klare Absage erteilen. Es wird mit uns kein generelles Nachtflugverbot in Deutschland geben und es gibt eine ganze Reihe von Diskussionen darüber, wie man Betriebszeiten in den Planfeststellungsbeschlüssen besser berücksichtigen kann. Darüber kann man diskutieren, weil Akzeptanz in der Bevölkerung eine große Rolle spielt, der Lärm heute eine ganz große Rolle spielt. Und dazu haben wir beim 15. Gesetz, Änderung der Luftverkehrsgesetzes, auch schon klargestellt, dass zukünftige beim Bau von Start- und Landebahnen zu erstellende Planfeststellungsgutachten den gesamten räumlichen Raum, seine Einwirkung in die Umweltverträglichkeitsprüfung mit einziehen werden. Ich habe ferner schon darauf hingewiesen, dass ich mir vorstellen kann, dass wir eine stärkere Spreizung bei lärmabhängigen Flughafenentgelten vorsehen können. Die ist heute schon ein wesentlicher Bestandteil auch der Flughäfen und wir haben die Vergleiche zwischen den Flughäfen auch mit angestellt, sehen diese Spreizung in weiten Teilen auch schon gut erfüllt, glauben aber, dass es dort noch ein Potenzial geben kann. Dritter Punkt ist, wir drängen auch weiter auf Liberalisierung. Die Tatsache, dass wir über
die Stärkung unserer Luftverkehrswirtschaft reden, ist kein Widerspruch zu weiterer Liberalisierung. Aber diese Liberalisierung kann nur mit dem Grundsatz der Gegenseitigkeit einhergehen und nicht mit der ständigen Wiederholung von sogenannten Vorleistungen. Und deswegen habe ich auch in allen Vereinbarungen, die wir bisher getroffen haben, deutlich darauf hingewiesen, dass wir mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit viel Potenzial noch in Vereinbarungen mit der Welt sehen, aber die ständige Vorleistungen zulasten deutscher Unternehmen von uns so nicht geleistet werden können. Das sind drei Grundsätze, die im Konzept eine Art Rahmen geben, über den wir dann die einzelnen Elemente auch spannen wollen. Das Ganze funktioniert in einem transparenten Diskussionsprozess, der mit allen Beteiligten mitgeführt wird, sowohl in der Steuerungsgruppe als auch in der Arbeitsgruppe. Genau diesen Weg wollen wir in den nächsten Monaten gemeinsam noch begehen. Dazu ist auch die Veranstaltung heute ein wesentlicher Anteil und ich bin mir sicher, dass wir es damit schaffen, den Luftverkehrsstandort Deutschland im globalen Wettbewerb auch weiter zu sichern. Zumindest der Wille bei uns ist da, die Position der Luftverkehrswirtschaft auch dahin zu rücken, wohin sie gehört, nämlich an die Spitze einer öffentlichen Debatte, als Spitze einer wirtschaftlichen Kraft und einer weiteren ökonomischen Entwicklung. In Deutschland ist dies auch sehr angemessen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Und es spricht jetzt zu uns der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, zuständig für Wirtschaft, Dr. Michael Fuchs. Lieber Vorsitzender, lieber Volker, lieber Alexander Dobrindt, verehrter Herr Bundesminister, lieber Arnold Fahrts und verehrter Herr Präsident Grillo, ich freue mich sehr, dass wir heute einen solchen Kongress machen, denn er ist dringend notwendig. Die Zahlen zeigen, wie wichtig der Luftverkehrsstandort Deutschland für uns ist. Über 187 Millionen Passagiere hat die deutsche Luftfahrt 2014 befördert. Das ist neuer Rekord. Die größte deutsche Luftfahrtgesellschaft, die Lufthansa. Lieber Herr Spohr, ich habe da viel mitgeholfen. Ich bin annähernd 120 Mal mit Ihnen geflogen. Hat einen Umsatz von 32 Milliarden Euro gemacht und dazu möchte ich Ihnen herzlich gratulieren und es freut auch den Finanzminister, 1,8 Milliarden Gewinn. Was alles andere als selbstverständlich ist, aber wir wissen natürlich auch, wie das zustande gekommen ist, ein Stück weit, und das werden Sie sicherlich nachher in der Diskussion auch sagen, sind das, ja, ich nenne es mal Windfall Profits aufgrund der niedrigen Kerosinpreise oder niedrigeren Kerosinpreise, auf die man sich ja auch nicht ewig verlassen kann. Gott sei Dank arbeiten unsere wesentlichen Luftverkehrskreuze auch wirtschaftlich. Frankfurt, München haben Gewinn gemacht und das ist gut so, denn wir brauchen Verkehrsstandorte und Verkehrspunkte, die Gewinn machen, die uns auch die Möglichkeit geben, in die Welt zu kommen. Und dennoch ist das Wachstum der deutschen Luftfahrt im internationalen Vergleich gering. Ich will da mal ein paar Zahlen nehmen. Weltweit wuchs der Markt im letzten Jahr um 6,5%, in Europa um 5,1% und in Deutschland nur um 1,9%. Da müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, was die Gründe dafür sind. Das ist ja nicht irgendwie vom Himmel geflogen, sondern es gibt dafür Gründe. Und im Heimatmarkt ist ja nun auch der Anteil deutscher Flugunternehmen gesunken. Zwar nicht gewaltig, von 62% auf 60%, aber immerhin, es ist gesunken. Und wenn man die zweitgrößte deutsche Airline, ich weiß nicht immer genau, ob ich die als deutsche Airline bezeichnen soll, lieber Herr Spohr, aber man nennt es jetzt mal so, Air Berlin sieht, dann haben die ja nicht gerade ein besonders erfolgreiches Jahr hinter sich mit 447 Millionen Euro Verlust. Und keine Branche steht so viel im globalen Wettbewerb wie die Airlines. Das muss man einfach sehen und die Rahmenbedingungen, die hängen natürlich immer davon ab, was an den jeweiligen Orten gemacht wird. Und wenn man so den einen oder anderen Standort sich betrachtet, und Volker Kauder hat das eben vollkommen zu Recht gesagt, dann finden ziemliche Wettbewerbsverzerrungen statt, weil Staatsfonds die Airline päppeln, weil sie zu
Konditionen fliegen können, die zumindest die europäischen Airlines und besonders unsere deutschen in keiner Weise vorfinden. Und ich bin für Wettbewerb, damit wir uns ganz klar sind. Und dafür bin ich auch bekannt. Aber es darf nicht unfairer Wettbewerb sein, dann, wenn Bedingungen herrschen, die andere eben nicht mitspielen können. Wir haben uns im Koalitionsvertrag deutlich für den Luftverkehrsstandort Deutschland ausgesprochen und das ist auch gut so. Unsere Grundrichtung muss sein, wir müssen die Rahmenbedingungen in Deutschland aber so organisieren, dass der internationale Standard erreicht werden kann, dass die Airlines die Chance haben, die sie im internationalen Wettbewerb brauchen. Wir brauchen das berühmte Level Playing Field, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch im globalen Bereich. Und wir müssen unnötige Belastungen für den deutschen Luftverkehr beseitigen. Ich denke an die Luftverkehrsabgabe und ich bin sehr dankbar, dass der Bundesverkehrsminister, lieber Alex, sich dahinter gestellt hat und hat gesagt, das Ding muss weg. Wir haben ja sogar mal, Herr von Randow, ich erinnere mich daran, eine Evaluation gemacht und dabei festgestellt, dass das Ding schädlich ist. Und wenn es schädlich ist, gehört es weg. Nur, meine Damen und Herren, das Problem, was wir bei Steuern haben, die einmal da sind, da erinnert sich jeder dran, der die Sektsteuer kennt. Sie wissen, dass die Sektsteuer 1902 eingeführt wurde zur Finanzierung der kaiserlichen Flotte. Die ist mittlerweile zwei- oder dreimal untergegangen, aber die Sektsteuer hat sich bis heute erhalten. Und dann will ich noch mal sagen, was das eigentlich im Bundeshaushalt ausmacht. Die Luftverkehrsabgabe sind 0,3% der gesamten Einnahmen. Und Volker Kauder hat ja recht. Wir hatten eine ganze Reihe von Kollegen, die nicht wirklich begeistert waren über die E-Mobilität. Ich bin der Meinung, wir würden besser die Luftverkehrssteuer abschaffen und die E-Mobilität nicht fördern, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Er hat mir gesagt, ich muss jetzt damit aufhören. Eine weitere Sonderbelastung ist, und das will ich ansprechen, weil es mir gefährlich erscheint, das ist die Klimapolitik, CO2-Abgaben. Jawohl, wir wollen Klimaschutz, wir stehen zu den Beschlüssen von COP21 in Paris, aber auch das darf nicht einseitig bei europäischen Airlines abgeladen werden, sondern das muss dann schon global laufen. Und wenn das nicht funktioniert, belasten wir unseren Standort besonders. Wir Deutsche sind ja immer so ein bisschen die Vorreiter im Klimaschutz. Das ist auch gut so. Aber man darf, wenn man Vorreiter sein will, nicht so weit vorwegreiten, dass man die Kolonne hinter sich nicht mehr sieht und die drehen auf einmal um. Meine Damen und Herren, und genau da sehe ich ein Problem. Wir sind jetzt wieder auf einem Weg. Das gilt nicht nur für den Luftverkehrsbereich, lieber Herr Spohr, sondern es gilt natürlich auch für, ich habe heute Morgen mich mit den Stahlunternehmen unterhalten, für diese Branche noch viel mehr. Und es kann dann zu Verlagerungen kommen, die weder dem Klima helfen, noch dem deutschen Standort. Ich sage das nur mal für den Stahl mit einem einzigen Beispiel. Eine Tonne Stahl wird in Deutschland roundabout mit 1500 Kilogramm CO2 produziert, in China mit 2100 Kilogramm CO2. Was meinen Sie, was das dem Klima hilft, wenn die Standortverlagerung von Deutschland nach China geht? Gar nichts. Und dem CO2 ist es ziemlich egal, wo es entsteht. Meine Damen und Herren, der Bereich Sicherheitsgebühren wurde angesprochen. Ich will das jetzt nicht wiederholen. Aber wenn das so ist, dass in vielen Ländern die Sicherheitsgebühren steuerfinanziert werden, wir finanzieren ja auch aus Steuermitteln jede Sicherheit bei einem Fußballspiel, zum Beispiel. Und das ist gar nicht wenig. Wir sollten nicht so tun, als sei das ein lächerlicher Betrag, dann bin ich der Meinung, dass das zum Wettbewerb oder zur Wettbewerbsverzerrung gehört. Und da müssen wir dann nochmal drüber nachdenken, aber ich weiß, dass das bei Alexander Dobrindt in guten Händen ist. Über Lärmpausen hat Volker Kauder gesprochen. Ich halte es für wichtig, dass wir aber auch klarstellen, dass wir mindestens zwei Nachtflughäfen in Deutschland brauchen. Das ist ja einmal Leipzig und auf der anderen Seite Köln. Und die Leute, die da hingezogen sind, die wussten ganz genau, dass da Nachtfluglärm passiert. Genauso hat man das ja auch in Frankfurt erlebt, dass Leute in die Flugschneisen reingezogen sind, wunderbare Dreifachverglasungen bekommen haben und anschließend gegen den Flughafen geklagt haben. Also, meine Damen und Herren, so geht es dann auch nicht. Das ist nicht in Ordnung. Aber dass wir Flughäfen brauchen, die nachts angeflogen werden müssen, sehe ich als jemand, der lange Jahre im Import tätig war
und viel, viel Luftfracht gemacht hat in seinem Leben als unbedingt notwendig, denn sonst weicht das Ganze simpel aus. Wenn man nicht nach Frankfurt fliegen konnte, dann fliegt man eben nach Luxemburg. Und das hat der Cargolux bewiesen, dass das läuft. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, lieber Herr Pszirske, wenn ich Sie so nett vor mir sitze, den ich ansprechen muss. Wir haben das Tarifeinheitsgesetz in dieser Legislaturperiode durchgesetzt, aber das hilft der Lufthansa bei den kleinen Gewerkschaften, die Spartengewerkschaften sind und Spezialgewerkschaften sind und die nicht ihre Kunden sind, nicht viel oder gar nicht. Denn wenn die sich vereinen gegen die Lufthansa, kann es zu Streiks kommen in einer Reihe nacheinander. Wir hatten ja damals auch gesagt, wir würden sehr gerne haben, dass bei diesen Streiks zumindest 3-4 Punkte vorher laufen müssen. Erstens hätten wir gerne eine etwas frühere Ankündigung. Das sage ich jetzt auch mal schlicht als Kunde der Luftfahrtsunternehmen. Ich habe schon ein bisschen einen Ärger, wenn ich losgeflogen bin und dann wird ein Streik angekündigt und bin nicht in der Lage, dann eben wieder zurückzukommen. Zweiter Punkt, ich bin auch der Meinung, dass es eine Schlichtung geben sollte, bevor Infrastrukturunternehmen wie ein Luftverkehrsunternehmen bestreikt werden. Wir sollten gerade in kritischen Infrastrukturunternehmen, und für mich ist ein Luftverkehrsunternehmen in der Größenordnung wie Air Berlin und Lufthansa schon ein kritisches Infrastrukturunternehmen, überlegen, welche Konsequenzen das auch für andere Bereiche der Wirtschaft hat. Und wenn das so ist, dann muss man überlegen, ob man nicht alles einsetzen sollte, um die Streiks zumindest so weit abzumildern, dass die Folgen noch ein Stück weit zurückgedrängt werden. Über Open Sky zu reden in Europa, weiß ich, wie schwierig es ist. Das ist auch ein teilgewerkschaftliches Problem, aber auch das sind nationale Eitelkeiten. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir die irgendwann mal überwinden. Denn es ist schon ein bisschen ein Stück lächerlich, dass wir de facto eine Luftverkehrsabsicherung in jedem kleinen Ländchen in Europa haben und von einem Fluglotsen zum anderen Fluglotsen das Flugzeug jeweils weitergereicht werden muss. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das gehört weg. Das muss verändert werden. Es ist teuer und es ist ineffizient. Und unter Umständen, siehe den Absturz der Maschine in der Nähe von Zürich, auch noch gefährlich. Meine Damen und Herren, ich bin froh, dass wir diesen Kongress heute machen, weil ich es für notwendig erachte, die Wichtigkeit des Luftverkehrsstandorts Deutschland zu betonen und freue mich, dass Sie gekommen sind. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Michael Fuchs, für deine Worte und damit auch für das klare Signal, dass der für Wirtschaft zuständige Teil unserer Fraktion genau dasselbe Interesse hat und in dieser Frage mit uns an einem Strang und in dieselbe Richtung zieht. Wir haben jetzt als nächstes 3 Podien vorbereitet, wo eine Reihe von Diskussionen stattfinden sollen zu bestimmten Teilthemen. Und zwar haben wir uns das so gedacht, dass also immer bestimmte Gruppen von Interessenträgern miteinander ins Gespräch kommen sollen. Erfreulicherweise hat der Chefkorrespondent der Abteilung Unternehmen und Märkte beim Handelsblatt, Herr Dieter Fockenbruch, die sich bereit erklärt, die Moderation zu übernehmen. Er wird dann die Gäste auch im Einzelnen vorstellen. Jetzt haben schon mal als erste Teilnehmer des ersten Forums auf dem im Präsidium hier Platz genommen Herr Grillo und Herr Fiebig. Und als nächstes, wie gesagt, diese 3 Foren. Das erste wird ein Podium sein, wo die Politik auf die Nutzer des Luftverkehrsstandorts Deutschland trifft. Das zweite, was sich dann anschließt, wird sich damit beschäftigen, dass die Politik und die Betreiber des Luftverkehrs zusammen diskutieren. Und last but not least, das dritte Podium dann, da trifft die Politik und die Wirtschaft auf die von Luftverkehr Beeinträchtigten oder diejenigen, die sich also vom Luftverkehr beeinträchtigt sehen. Das sind diejenigen, die den Umweltschutz, insbesondere den Lärmschutz, unterrepräsentiert sehen. Und die sollen entsprechend dann auch zu Wort kommen. Und jetzt
gebe ich das Wort weiter an Herrn Fockenbrock. Ja, herzlichen Dank, meine Damen. Ich bin ein bisschen irritiert, weil mein Auftrag eigentlich war, eine angenehme Diskussionsrunde zu leiten und Herr Kauder gerade die Parole ausgegeben hat, wie ich das nochmal richtig zitieren darf, bitte seid nicht nett zueinander. Wir werden das aber trotzdem, glaube ich, in ordnungsgemäßem Tone hier die Diskussion veranstalten. Die beiden Gesprächspartner zu meiner Linken kennen Sie schon von Ihren eigenen Vorträgen. Zu meiner Rechten haben noch Ulrich Grillo, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Platz genommen. Und ganz rechts außen ist Norbert Fiebig, ist der stellvertretende Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft. Also zwei klassische Nutzer der Luftfahrtindustrie. Und wir gehen auch gleich in Medias Res, Herr Grillo. Die Frage angesichts der schwierigen Lage in der Luftfahrtindustrie, warum braucht denn die Wirtschaft überhaupt eigenständige, nationale, starke Fluggesellschaften? Warum brauchen wir eigene große Hubs, Drehkreuze für den internationalen Luftverkehr? Europa ist doch eigentlich so klein und so engmaschig. Wir könnten doch eigentlich auch ins benachbarte Ausland ausweichen. Also zuerst einmal kann ich natürlich alles das unterstützen, was die Vorredner gesagt haben. Also insofern ziehen wir an einem Strang auch in die gleiche Richtung. Zum Thema Elektromobilität sage ich nichts, weil egal was ich sage, kriege ich Streit mit einem Trägerverband. Deswegen bin ich da ruhig. Und wer mehr fliegt, der Fuchs, kann man auch nochmal ausstreiten. Aber letztlich haben wir das gleiche Thema. Wir haben ein Wort am meisten heute gehört, das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Warum ist die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie wettbewerbsfähig? Weil wir ja die tollen Produkte, die wir produzieren, eben auch über die Infrastruktur transportieren können zu unseren Kunden. Und zwar weltweit, egal ob wir die Produkte auf die Schienen legen, nicht ins Wasser, sondern aufs Wasser, aber eben auch die Straße und vor allen Dingen die Luft. Und wenn man mal sieht, dass im Jahr 2015 immerhin Produkte im Wert von 234 Milliarden Euro nach Deutschland reingeflogen bzw. rausgeflogen über die Luftfracht wurden, ist das erheblich. Wenn man mal sieht, Tonne pro Tonnage, Preis pro Tonnage, immerhin 77.000 Euro Wert pro Tonne Luftfracht. Am Schiff waren es rund 2.000, ich glaube Bahn rund 1.500, also ist ein Unterschied. Warum brauchen wir die Luftfracht? Sie ist schnell, sie ist flexibel, sie ist zuverlässig. Und ich weiß von meinem eigenen Unternehmen, wir haben mal irgendwann Zinktafeln auf eine Baustelle nach China geflogen. Jetzt nicht First Class unbedingt, aber zumindest war teuer. Leider haben wir dann nicht pro Tonne 77.000 Euro für gekriegt, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber auf jeden Fall haben wir schnell eine Baustelle. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wir brauchen dafür die Luftfracht. Und wir brauchen logischerweise eine wettbewerbsfähige Luftfracht. Und Herr Kauder hat vorhin gesagt, von Deutschland in die Welt, ja. Von Deutschland in die Welt, das gilt genauso für unsere Produkte, aber eben direkt. Es macht keinen Sinn, wenn ich das Thema Schnelligkeit, Flexibilität angebracht habe. Und das ist die Frage, Herr Fockenbrock. Dann muss ich das nicht über Istanbul, über Dubai oder sonst irgendwelche Hubs, dann will ich das direkt machen. Das brauche ich direkt aus Deutschland zum Kunden hin. Und deswegen ist das ein wesentliches Thema. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrt erhalten und ausbauen. Jetzt haben wir schon viele Möglichkeiten besprochen. Das Thema Luftverkehrssteuer, da habe ich ja schon mit Herrn Kauder und seinen Fraktionskolleginnen und Kollegen oft darüber diskutiert. Ein anderes Thema hat Herr Fuchs gerade angesprochen, das Thema Nachtflugverbot. Ich habe in der Vorbereitung so einen schönen Spruch gelesen, Fracht braucht Nacht. Ja, das finde ich, das ist eingängig. Das müssen wir auf jeden Fall erhalten. Aber Fracht braucht nicht nur Nacht, Fracht braucht auch Passage, habe ich gelernt, dass nämlich 50% der Fracht in Passagierflugzeugen fliegen. Das heißt, man könnte daraus auch machen, nur das reimt nicht so schön, Passage braucht auch Nacht. Jetzt will ich nicht zu viel fordern, aber auf jeden Fall ist das Thema diese Flexibilität, die wir haben, das bisschen Flexibilität müssen wir erhalten. Wir brauchen eine wettbewerbsfähige Passage und eine wettbewerbsfähige Frachtflug-Thematik. Es gibt viele Gründe. Ich will jetzt nicht auf das Thema CO2 eingehen. Ich hoffe, Sie fragen mich nochmal gleich zum Thema Klimaschutzplan. Da habe ich noch eine Antwort, aber ich will jetzt nicht alles schon loswerden. Das Thema Klimaschutz haben wir sowieso noch in einer dritten Runde. Deswegen haben wir die auch die ganze Runde ein bisschen strukturiert. Das ist aber eine gute Gelegenheit, vielleicht Sie darauf hinzuweisen. Wir wollen am Ende einer jeden Runde, wollen wir Sie auch einbeziehen. Fragen, Diskussionsbeiträge sind willkommen.
Und wir wollen aber erstmal einmal in der Reihe durchgehen. Herr Fiebig, Sie sehen das ja vielleicht etwas umgekehrt. Wir wollen den Reiseweltmeister, die Deutschen, jetzt nicht strapazieren, aber Deutschland ist ja auch Reiseziel aus dem Ausland. Und es wäre einfach mal interessant zu erfahren, wie wichtig ist das eigentlich für Ihre Branche, für die Tourismusbranche in Deutschland, die ja ein paar gute Jahre wirklich hinter sich hat, dass die Erreichbarkeit gewährleistet ist, dass die Verkehrsinfrastruktur vor allen Dingen über die Luft gut ausgebaut ist. Also die Tourismusindustrie insgesamt weltweit, aber auch in Deutschland ist sicherlich, was ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung angeht, deutlich unterschätzt. Die Tourismusindustrie schafft 7% in Deutschland der Arbeitsplätze, schafft 4,2% des Bruttoinlandsproduktes. Und das wird aus unserer Wahrnehmung nicht entsprechend wahrgenommen in der Bevölkerung, aber insbesondere auch bei denen, die die Rahmenbedingungen verantworten und ändern können in der Politik, ist die Bedeutung der Tourismusindustrie, wenn ich das mal vergleiche, das ist ja heute schon ein paar Mal lustigerweise angesprochen worden mit der Automobilindustrie. Die Tourismusindustrie beschäftigt deutlich mehr Mitarbeiter als beispielsweise die Automobilindustrie und das muss entsprechend auch, glaube ich, noch mal deutlich berücksichtigt werden. Die Bedeutung der Luftfahrtindustrie für die Tourismuswirtschaft ist in zweierlei Hinsicht, in zweierlei Richtungen ganz markant. 72% der Reisen der Deutschen gehen ins Ausland und die Majorität davon mit dem Verkehrsmittel Flugzeug, gefolgt dann bei den eher erdgebundenen Zielen von dem Auto. Und aus Sicht der Kunden ist das nicht ersetzbar. Knapp 10% im Übrigen die Fernstrecke, da gibt es gar keine Alternative dazu. Das heißt, die Tourismuswirtschaft hängt an dem Verkehrsmittel Flugzeug, also was das Outgoing-Geschäft angeht. Und was das Incoming-Geschäft angeht, in gleicher Weise. Insbesondere die Märkte, also die Ausländer nach Deutschland, die Chinesen, die Brasilianer, die Amerikaner nach Deutschland, ist das Flugzeug alternativlos und bietet auch die Möglichkeit, im Übrigen die Kunden dann nach Deutschland zu holen. Wenn Sie einen Chinesen nach Deutschland holen, dann will der nicht in erster Linie, dann will der in erster Linie in das Museum Europa. Wo er einfliegt, ist ihm im Prinzip egal. Und wenn wir in der Lage sind, über attraktive Angebote, wettbewerbsfähige Angebote, unsere National Carrier dazu, dass die attraktiv genug sind, um die Chinesen hier einzufliegen, dann kommen die Chinesen nach Deutschland. Und dann geben die übrigens auch an den Flughäfen einen Haufen Geld aus und an der Goethestraße in Frankfurt. Und wenn uns das nicht gelingt, dann partizipiert davon Heathrow oder Paris. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir eine leistungsfähige Airline haben, ein National Carrier, insbesondere auch für das Incoming-Geschäft. Und da ist es eben so, und da ist ja schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem und will das nicht zu sehr noch aufblähen, aber die Wettbewerbsnachteile, die da sind, sind ganz erheblich. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, das, was an Päckchen den nationalen Fluglinien auf der Schulter liegen. Das betrifft ja nicht nur eine Airline, die der heute am meisten angesprochene Herr Spohr hier vertritt, sondern das trifft auch andere Airlines, das trifft auch Airlines, die für die Tourismuswirtschaft von besonderer Bedeutung sind, weil sie das sogenannte Chartergeschäft absichern. Das ist eine Condor, das ist eine Germania, das ist eine Air Berlin, die auch sehr stark im Chartergeschäft ist, das ist eine TUIfly. Und die haben durch die eben schon angesprochenen Belastungen, die sie in besonderer Weise treffen, ein besonderes Päckchen zu tragen. Das Päckchen sind Kosten. Und wenn sie entsprechend höhere Kosten haben als der Wettbewerb, der sich hier den Markt auch natürlich erschließen will, dann haben sie im Prinzip auch höhere Kosten. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Preissensibilität der Kunden ist hoch, natürlich, und in den meisten Fällen haben schon unsere Kunden ein Interesse, mit einem deutschen Carrier zu fliegen, weil sie
eine höhere Qualität unterstellen, weil sie ein Serviceangebot vorfinden, was ihren deutschen Interessen vielleicht gerechter wird, weil sie ein hohes Interesse daran haben, möglichst Direktflüge und nicht noch Zwischenlandungen zu haben. Aber die Bereitschaft, dafür aufgrund der Kostenbelastung höhere Preise zu zahlen, ist sehr, sehr gering. Und das sehen Sie, wenn wir eben von Beispielen gehört haben, von Airlines, die vielleicht nicht in dem Maße erfolgreich sind, wie man das vielleicht in heutiger Zeit sich wünschen würde. Das liegt auch an der hohen Kostenbelastung und den Wettbewerbsnachteilen, die einfach da sind. Und wenn es uns nicht gelingt, diese auszugleichen, dann wird sich mehr in andere Richtungen verschieben. Und für die Tourismusindustrie ist eine gesunde Grundabsicherung Basis nationaler Carrier von allerhöchster Bedeutung, weil sie auch dem Kundeninteresse entsprechend entspricht. Der Deutsche will mit deutschen Airlines fliegen und der geht nur auf andere Airlines, wenn er entsprechend sehr attraktive Preisangebote hat. Da ist er dann empfindlich, das ist die Achillesferse und da verlieren wir ihn unter Umständen. Und darum ist es so wichtig, faire Wettbewerbsbedingungen für alle zu haben. Das ist eben schon mal gesagt worden, ich kann alles oben drauf legen. Es muss nur für alle wirken. Und das sehen wir nicht nur in dem Luftfahrtbereich, sondern auch in anderen Bereichen, gerade auch in unserer Branche. Wir haben so ein bisschen die Tendenz, die ich so erkenne, dass wir den Tradierten, den Erfolgreichen immer mehr auf die Schultern packen und die neu in den Markt kommen, sei es aus anderen Märkten oder aus digital getriebenen neuen Geschäftsmodellen, die laufen mit leichtem Gepäck durch die Gegend. Da müssen wir schwer aufpassen, dass wir die gesunde Basis, die Absicherung unserer Basis, und darum habe ich Ihnen die Bedeutung auch der Tourismuswirtschaft, die von tradierten Unternehmen getragen wird, hier auch nochmal klar gemacht, müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zersägen, weil wir nicht sicherstellen können, dass die Wettbewerbsbedingungen für alle gleich sind. Herr Dobrindt, der Fiebig hat ja einen interessanten Hinweis gegeben, neue Märkte, die auch zu uns drängen, speziell vor allen Dingen asiatische Besucher, die rüberkommen. Und Sie haben vorhin selber angesprochen, das Thema Luftverkehrsabkommen, Liberalisierung, aber Liberalisierung zu fairen Bedingungen. Einer dieser Vorschläge in dem Konzept, das in dem Gutachten, das Ihnen vorliegt, ist ja speziell also mit solchen Ländern, die Chinesen wurden eben namentlich genannt, eigene Abkommen zu schließen, während man möglicherweise Abkommen mit den Golfstaaten, die ja hier mehrfach sozusagen als böse Buben mal bezeichnet worden sind, in irgendeiner Form einschränkt. Ist das vorgesehen und wenn ja, in welchem Rahmen? Das Ganze unterliegt ja der Überschrift letztlich, dass die Verbindungen weiterhin wachsen werden und auch die Reisetätigkeit wachsen wird, ob jetzt im privaten oder im beruflichen Bereich, wird es stark zunehmen. Wir wollen dies natürlich unterstützen, wir wollen dies auch nutzen. Und um dies zu nutzen, braucht man die entsprechenden Verbindungen. Wir sind in Verhandlungen, natürlich sowohl mit den neuen Märkten, ob das im asiatischen Bereich China sind, oder wir sind auch in den entsprechenden Verhandlungen, was den arabischen Märkte betrifft. Aber es bleibt halt dabei, dass wir den Ausgleich erreichen wollen und dass wir auf Augenhöhe verhandeln wollen. Dies ist nicht immer grundsätzlich bei jedem Verhandlungspartner gleich in der ersten Besprechung so gegeben, sondern man hat manchmal das Gefühl, als ob man unsere Bereitschaft, die internationale Verbindung zu stärken, eher als Bitte formulieren müsste, als dass man sagt, beide nutzen davon, haben beide gleichzeitig davon einen Nutzen. Und das zeigt sich in den aktuellen Verhandlungen halt auch immer wieder gerne, dass als erstes eine Art Vorleistung von Deutschland gefordert wird. Wir sagen bei den angesprochenen Märkten, wir sind bereit, diese Verhandlungen abzuschließen, aber wir erwarten mindestens, wenn es nicht gleich sofort zu einer gleichwertigen Verbindungssituation kommt, ein höheres Maß an Transparenz. Wir müssen wissen, mit welchen Wettbewerbern wir es zu tun haben. Dazu gehört Offenheit dazu. Und das ist ein Teil von dem an Elementen, die wir in die Verhandlungen mit einbringen. Und ich glaube, es ist auch da der richtige Ort, dies einzubringen. Ich gehe nicht davon aus, dass dies langfristig dazu führt, dass wir keine neuen Verbindungen schließen. Aber es wird möglicherweise zu der einen oder anderen vielleicht verstärkten oder
längeren Diskussionsrunde führen, die man eingeht. Aber ich glaube, dass es wert ist, dies zu tun. Ansonsten sind wir sehr bereit, diese neuen Verbindungen aufzubauen. Wir wissen, dass wir langfristig davon auch profitieren. Wenn wir sie hier nicht aufbauen, werden sie eventuell an dritten Märkten aufgebaut. Ich glaube zwar, dass, wie haben Sie es nett formuliert, das Museum Europa länger noch attraktiv bleiben wird, wenn es ein Museum dann wäre. Aber wir sollten in der Tat darauf schauen, dass diese Vereinbarungen geschlossen werden können. Einen Teil dieser Vereinbarungen wollen wir auch auf europäischer Ebene schließen lassen. Deswegen haben wir zurzeit auch Diskussionen darüber, welche Aufträge wir an die Kommission geben. Herr Fuchs, der Bundesverkehrsminister muss ja immer ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen diplomatischer sein. Würden Sie sich denn wünschen von ihm, dass er da vielleicht mal etwas forscher vorgeht bei den Verhandlungen? Na, ich meine, er hat schon eine ganze Reihe forsche Ideen gehabt. Alleine dem Bundesfinanzminister zu sagen, dass das die Luftverkehrssteuer weg muss, ist schon forsch. Das ist jedenfalls nicht eine Selbstverständlichkeit und das haben wir nicht von jedem gehört. Und dafür bin ich ihm auch dankbar. Ich glaube, Alexander Dobrindt hat schon sehr erkannt, dass wir den Luftverkehrsstandort Deutschland stärken müssen, dass wir mit dem Luftverkehrsstandort natürlich die gesamte deutsche Wirtschaft unterstützen. Denn in einer immer mehr globalisierten, immer mehr vernetzten Welt ist es absolut notwendig, dass wir gut funktionierende Verbindungen in die gesamte Welt hinein haben. Jeder, der mal ein Unternehmen geleitet hat, was sich mit Asien beschäftigt, weiß, wie dringend notwendig das ist. Und der Herr Grillo hat es eben erwähnt, dass er Luftfracht nach China machen muss, aber genauso viele Luftfahrt kommt von China hierhin und das ist genauso wichtig, weil wir ja eben durch die Just-in-Time-Produktionen auch darauf angewiesen sind. Ich weiß, dass BMW Kabelbäume in Taiwan herstellen lässt und die werden geflogen. Das wird Sie sicherlich freuen. Aber ich habe auch eine Reihe von Luftfracht machen müssen, weil es gar nicht anders ging, weil es eben flott sein musste und dann macht man es halt. Ne? Und wenn es geht, verhindert man es, weil es zu teuer ist. Aber wie dem auch sei, diese Vernetzung, die wird intensiver. Und die Welt wird auch globaler, wird und die globale Vernetzung wird immer intensiver mit allen Unternehmen. Und ich glaube, dass ein Standort, der nicht begreift, dass er ein vernünftiges Luftverkehrskonzept braucht, sich so schadet, dass er dann abgehangen wird. Dass bestimmte Produktionsvorgänge dann auch nicht mehr an diesem Standort gemacht werden können, weil es ihm einfach nicht mehr schnell genug geht. Also insofern glaube ich schon, und ich bin mir da hundertprozentig mit dem Minister einig, dass wir auf einem guten Weg sind. Es ist nicht alles in einer großen Koalition Wunschkonzert. Das muss man wissen. Es gibt auch da unterschiedliche Auffassungen und unterschiedliche Vorstellungen. Ich glaube, das darf ich sagen, Alex, dass das nicht alles immer so ganz einfach durchsetzbar ist. Wenn wir alles durchsetzen können, was wir wollten, hätten wir es einfacher. Aber der Wähler hat es gleich ein bisschen anders entschieden. Ja, schwierig scheint es mit der Sektsteuer vor allem für den Luftverkehr zu sein. Wenn ich das eben richtig verstanden habe, das werden wir wahrscheinlich auch jetzt nicht lösen können, dieses Problem. Ich würde an Herrn Grillo vielleicht, bevor wir das Gespräch öffnen, zu Ihnen für Fragen, würde ich Sie gerne noch mal fragen, Sie kennen diese 20 Punkte, die in dem Gutachten aufgelistet sind. Sie kennen die Prioritätenliste, die der Bundesverkehrsminister eben versucht hat zu skizzieren. Würden Sie sagen, das sind die richtigen Schwerpunkte, die Herr Dobrindt da gesetzt hat, oder würden Sie sich andere Schwerpunkte vor allem bei den kurzfristigen Maßnahmen wünschen? Ich will vor allem noch ein Beispiel noch mal erwähnen, was zeigt, warum wir eine vernünftige, eine funktionsfähige Luftfracht brauchen. 2010 gab es diese Aschewolke über Europa, die den Luftverkehr lahmgelegt hat. Die hat aber nicht nur den Luftverkehr lahmgelegt, sondern auch die Bänder der Automobilindustrie. Das zeigt, wie direkt das Eingreifen wichtig das ist, dass es funktionsfähig ist. Die 20 Punkte sind sicherlich richtig, auch die Priorität ist richtig. Ich möchte aber einen 21. Punkt erwähnen. Da Sie mich schon nicht danach gefragt haben, erwähne ich ihn trotzdem. Der Herr Fuchs hat gerade gesagt, wir sind in der Regierungskoalition auf gutem Weg. Das ist nicht immer einfach, wie Sie gesagt haben, noch nicht überall. Wir kennen das Thema Klimaschutzplan 2050. Ich will jetzt nicht darüber mich beklagen, dass die Industriewirtschaft kaum gefragt worden ist bei der Erstellung dieses Plans. Ich will auch nicht mich darüber beschweren, dass wir erstmal über die Energiewende 2016, 17, 18 nachdenken sollten und nicht gleich auf 2050 springen sollten. Denn wenn wir aufpassen, ist nämlich die Industrie in 2050 dann eben nicht mehr da, wenn wir was falsch machen. Nicht nur die energieerzeugende Industrie, sondern auch die andere. Und dann haben wir, und dieses Wort gefiel mir vorhin nicht, das Thema Museum. Dann haben wir nämlich ein Industriemuseum hier, das wollen wir auch nicht. Da kommen die Chinesen zwar gerne, aber wollen nicht. Aber Klimaschutzplan 2050, da steht unter anderem das Ziel drin,
dass der gesamte Transport bis 2050 möglichst ohne fossile Energieträger stattfinden soll. Das heißt, wir fliegen dann mit einem Segelflugzeug oder mit Elektroflugzeugen über den Atlantik, kann man nur hoffen, dass dann die Ladeinfrastruktur in der Luft vernünftig ist. Man kann sich immer Ziele setzen, man muss aber realistische Ziele setzen. Es gibt auch die Aussage, dass auch die deutsche Industrie bis 2050 ohne fossile Energieträger existieren soll. Dann steht, da war ein Spiegelabsatz im nächsten Artikel aus dem von der Umweltministerin, dass das Thema Nachtspeicherheizungen wieder aktiviert werden soll. Also demnächst wird dann die deutsche Industrie und auch vielleicht die Flugzeuge mit Nachtspeicheraggregaten betrieben. Das hört sich ein bisschen lustig an. Ich will nur auf einen Punkt hinaus. Wir müssen auch diesbezüglich wettbewerbsfähige und das, was Sie, Herr Fuchs, gesagt haben, völlig richtig. Wir müssen, wenn wir uns solche Ziele setzen, müssen sie global sein. Wir können nicht einseitig Frontrunner spielen und dann sagen, wir wollen das erreichen und das muss im weltweiten Wettbewerb dann natürlich alle sein. Dann können wir uns ehrgeizige Ziele setzen, aber wir müssen aufpassen, dass wir unsere Industrie, unseren Luftverkehr, das alles dadurch nicht lahmlegen. Und das ist eigentlich das Wesentliche, ist vielleicht der 21. Punkt, vielleicht etwas übergreifend, aber das ist für mich außerordentlich wichtig. Ja, ich würde ganz gerne Sie bitten um Wortmeldung. Wenn Sie Fragen haben, einmalige Gelegenheit auch dem Minister nochmal. Bitte. Ja, ist, glaube ich, besser mit dem Mikro, ne? Weil der Raum doch sehr den Ton schluckt. Wenn Sie sich bitte auch ganz kurz vorstellen würden. Michael Gavens, Flughafen. Jetzt. Moment. Jetzt. Also, Michael Gavens, Flughafen Köln-Bonn. Herr Minister, ich möchte mich bei Ihnen vorab auch nochmal ganz herzlich bedanken für das klare Bekenntnis zum Nachtflug, gerade für die Fracht hier in Deutschland. Ich weiß, dass solche Aussagen in der heutigen Zeit nicht unbedingt populär sind, aber sie sind notwendiger denn je. Und das bringt mich nochmal zu dem Beispiel München, dritte Bahn. Und wenn ich sehe, was da auch durchaus auf der politischen Ebene für ein Geschacher zurzeit stattfindet, dann ist das genau das, was aus meiner Sicht so kontraproduktiv ist. Lippenbekenntnisse sind ja gut, aber wir müssen bitte schön dann die Dinge auch mal entsprechend umsetzen. Und ich möchte das gar nicht nur auf den Schultern der Politik abladen. Und da schaue ich mal zu Ulrich Grillo rüber, weil ich muss ganz offen sagen, ein Flughafen, der für so DAX-Unternehmen wie BMW, wie Allianz Siemens, so wichtig ist, ja, Audi könnte ich auch noch dazu nehmen, und diese Unternehmen wirklich bei dem Thema München dritte Bahn einfach abtauchen, einfach aus der Sorge heraus, naja, man könnte daraus ja ein gewisses Negativ-Image auf unsere Unternehmen ableiten, da muss ich Ihnen ganz offen sagen, und da nehme ich die Politik hier auch ausgesprochen mal in Schutz, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht, und da müssen wir wirklich Politik und Industrie auch gemeinsam Seite an Seite stehen, und darf eigentlich kein Blatt zwischen uns passen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, glaube ich, meine Damen und Herren, da können wir noch so viele Lippenbekenntnisse abgeben wie hier auch heute, dann bekommen wir das nicht gestemmt. Und wir brauchen gar nicht nach Dubai zu gehen. Schauen Sie mal nach Amsterdam rüber. Ein Flughafen im Übrigen, der über 6 Start- und Landebahnen verfügt, ja. Wir streiten uns hier in München gerade mal um die dritte Bahn. Ein Flughafen, der auf heute mittlerweile fast so viele Flugpassagiere kommt wie der Flughafen Frankfurt. Ja, und damit haben die Niederländer eigentlich mehr oder weniger fast gar keinen eigenen Markt. Also sozusagen das Dubai, das haben wir auch direkt hier in Europa. Das heißt, es geht aus meiner Sicht nicht nur darum, entsprechendes Level Playing Field Richtung Dubai oder Istanbul sicherzustellen, sondern sogar auch innerhalb Europas, weil ansonsten werden wir auch des Weiteren hier entsprechende Arbeitsplätze direkt aus unserem Land ins benachbarte Ausland exportieren. Danke. Also ich greife das gerne auf, und das war ja mehr oder weniger eleganter Hinweis, dass wir noch mehr tätig werden. Wir werden tätig. Beim letzten Mal, als ich mich in die bayerische Politik eingemischt habe, das war beim Thema Energiewende, bin ich sofort umgehend in die Staatskanzlei eingeladen worden. Vielleicht kriege ich wieder eine Einladung, aber das ist sehr schön. Ich gehe da gerne hin. Ich kümmere mich drum. Möchten Sie doch gerne noch zur bayerischen Interna Stellung nehmen? Ja, ich muss mich ja erstmal entsetzt zeigen, Herr Gavens, was Sie für eine Einstellung gegenüber der Politik haben, der Deutschen, von Geschacher reden. Das ist, muss man zurückweisen natürlich. Das ist hier
hier sowas vorkommt. Und ja, wissen Sie, ich kann Ihnen jetzt lang und breit darüber erzählen, wie meine Einschätzung bezüglich unseren Wachstumschancen im Bereich der Flughäfen, der Bahnen, der Kapazitäten der Flughäfen ist. Die wird sich von Ihrer nicht unterscheiden. Aber ich sage Ihnen, wir haben, wenn ich da vorne sage, wir müssen die Chance erhalten, die Kapazitäten zu erweitern, dann müssen sich hier nicht sehr viele angesprochen fühlen. Wo kriegen wir denn überhaupt noch an einem deutschen Flughafen eine Erweiterung über eine Bahn hin? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die dritte Bahn in München vielleicht die allerletzte ist, die wir überhaupt schaffen könnten. Möglich vielleicht mal in Berlin, aber ansonsten, die gar nicht scherzhaft gemeint, aber ernst gemeint, aber in München erstmal konkreter. So, und wenn wir uns nicht an diese Möglichkeit klammern und sagen, wenn wir es mit Wachstum ernst meinen an der Stelle, dann muss vielleicht die letzte verbleibende Möglichkeit auch die sein, die man als Chance nutzt. Und wenn man bei der das Gegenteil schon beschließen würde und sagt, aber da nicht mehr, dann brauchen wir uns über Wachstum und neue Wettbewerbsherausforderungen mit den Golf-Hubs, mit den Türkei-Hubs ja überhaupt nicht mehr unterhalten. Und deswegen gibt es von mir auch überhaupt keine andere Einschätzung, als dass ich der Überzeugung bin, dass die dritte Startbahn in München notwendig und geboten ist. Und wir müssen alles daran tun, dass wir sie umsetzen können. Da kann man darüber reden, wie der Zeitplan ist. Die ist auch nicht von heute auf morgen gebaut, selbst wenn man sie heute entscheidet. Aber ich werbe sehr stark dafür, dass wir auch hier, da gilt es, die Interessensgemeinschaft auch wirklich zu bekunden zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, dass wir sagen, dass wir da dahinter stehen. Ich habe ausreichend Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Da meine vegetarischen Momente mit Eier und Tomaten alle erlebt. Und deswegen weiß ich, wie aufgeheizt da auch eine Stimmung entsprechend sein kann. Das darf uns aber nicht davon abhalten, am Schluss das Richtige zu tun. Wir müssen es erklären und wir müssen vor allem in dem Fall deswegen vielleicht dann auch den Hinweis an die Richtigen in der Politik geben. Wir müssen auch schauen, dass wir bei denen, die Anteilseigner sind, und die alle drei entscheiden müssen, dass sie dafür sind, denjenigen überzeugen, der momentan der schwierigste ist an dieser Stelle. Sie wissen, der Bund hat Anteile, der Freistaat hat Anteile und die Stadt München hat Anteile. Und diejenigen, die in der Diskussion sich am hartleibigsten zeigen, ist die Stadt München. Und von daher würde ich Sie auch dringend bitten, genau mal aus Bonn vielleicht in die Stadt München die gleiche Botschaft zu senden wie heute hier. Mich haben Sie da an Ihrer Seite, ich sage das hier und öffentlich, und wir sind hier auch öffentlich, wenn ich es richtig sehe, mit Übertragung ins Netz. Also wir bleiben dabei, die dritte Startbahn ist dringend notwendig, und wenn wir die Wettbewerbsvorteile Deutschlands stärken wollen, dann müssen wir sie auch jetzt mit auf den Weg bringen, um zu zeigen, dass wir den Wettbewerb mit den anderen auch wirklich annehmen wollen. So, wir hatten hier vorne noch eine Wortmeldung, bitteschön. Ja, Ralf Beisel, Flughafenverband ADV. Während wir hier heute geschlossen als Branche, geschlossen mit der Politik sitzen, haben wir gerade eine Debatte im Nordrhein-Westfälischen Landtag, auf die ich einfach mal hinweisen möchte und dann auch eine Frage anknüpfen. Heute geht es in Nordrhein-Westfalen, und es wird auch einen Folgetermin geben, am Ende des Monats auch um die Kapazitätsentwicklung von zwei wichtigen nordrhein-westfälischen Flughäfen, Düsseldorf und Köln-Bonn. Und dort haben wir einen Koalitionspartner, der die Notwendigkeit von beiden Maßnahmen bestreitet. Worauf möchte ich hin? Wir brauchen einen Bund, der seine Kompetenzen auch wahrnimmt, auch gegenüber den Bundesländern. Wir haben eine Bundesauftragsverwaltung, viele Kompetenzen liegen bei den Bundesländern. Das entbindet aber nicht den Bund, und das gibt ihm auch weiterhin die Chance, einzugreifen und notwendige Prioritäten zu setzen. Und hier die beherzte Frage an unseren Bundesverkehrsminister: Das Luftverkehrskonzept soll ja auch abgestimmt werden, nicht nur mit anderen Ressorts, wo wir schon gehört haben, das wird schwierig, soll ja auch abgestimmt werden mit den Bundesländern. Wie kann es uns allen als Branche mit Ihnen als Verkehrsminister gelingen, auch gegenüber den Ländern
die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen. Ich glaube, wenn wir beginnen, die erste Diskussionsrunde mit den Bundesländern damit zu eröffnen, dass wir einen Weg suchen, gegen den Wunsch der Länder eine Entscheidung herbeizuführen, wird dies jetzt nicht sehr förderlich sein. Man kann jetzt da immer seine Meinung dazu haben, was in den Bundesländern richtig oder falsch läuft. Ich muss mit ihnen trotzdem arbeiten, weil ich habe keine anderen. So, und jetzt sitze ich mit den Verkehrsministern da zusammen, die eben da gegeben sind. Und ich rate sehr dazu, dass auch im Dialog, was das Luftverkehrskonzept angelangt, im Dialog das Ergebnis herzustellen. Weil wir brauchen am Schluss einen gemeinsamen Konsens darüber. Wenn wir den nicht haben, und Sie haben hier eine Situation, der eine hat sich mit Brachialgewalt gegen den anderen durchgesetzt, dann müssen Sie aber beten, dass sehr lange die Richtigen regieren. Wir gehen ja davon aus, dass das dann der Fall ist, kann aber auch mal wieder anders sein und dann wird sowas auf den Schlag umgedreht. Darum rate ich dringend dazu, dies im Konsens zu machen. Es geht ohne die Länder nicht, die haben hier die entsprechende Verantwortung. Wir wissen sehr wohl, es ist jetzt, Sie haben ein Land genannt, ich könnte Ihnen auch ein paar andere Länder nennen, wo wir ähnliche Diskussionen haben, wo wir aber auch wissen, dass wir zum Beispiel, wenn ich an Frankfurt denke, auch in der Lage sind, dann Kompromisse zu finden, ob die jetzt dann bequem sind, sei mal dahingestellt. Und ich könnte mir auch schöner vorstellen, aber im Wege des Kompromisses ist es am Schluss möglich. Ich rede bei diesen Fragen inzwischen immer sehr viel über die Akzeptanz. Derjenige, der in dieser politischen Diskussion sich am Schluss als der Unterlegene und Ignorierte fühlt, der hat auch die Möglichkeit, am Schluss eine Mobilisierung außerhalb der Parlamente zu schaffen. Und diese Mobilisierung außerhalb der Parlamente, die wollen, glaube ich, Sie und wir nicht an dieser Stelle. Darum gehen Sie einfach mal bitte davon aus, wir bleiben bei unserem Konzept mit der Steuerungsgruppe, wir bleiben bei unserem Konzept mit der Arbeitsgruppe, wir haben die Ressorts in der Steuerungsgruppe, wir haben in den Arbeitsgruppen die Länder mit dabei. Und das, was ich als Grundgerüst mit vorgestellt habe, das gilt es als Ziel zu erreichen. Und da hoffen wir, dass wir in der Lage sind, argumentativ auch die Länder mit ins Boot zu nehmen, ohne dass wir Gewalt am Schluss anwenden müssen. Das würde, glaube ich, nicht zu einem guten Ergebnis führen. Meine Damen und Herren, ich muss und möchte etwas auf die Uhr schauen, auch mit Rücksicht natürlich auf die nachfolgenden Podiumsteilnehmer. Eine Frage müssen wir aber unbedingt noch an den Bundesverkehrsminister loswerden, nämlich die, wann wird das Konzept vorliegen? Ja, unsere Arbeitsgruppen arbeiten ja daran. Zielsetzung war, dass wir im Sommer dieses Jahres ein Konzept haben, das wir dann auch in die Breite streuen können. Ob man so ein Ziel erreicht, das ist ja mittendrin immer ein bisschen schwer vorhersehbar, aber wir haben den festen Willen, dass wir da hinkommen. Und dann fängt ja nochmal danach auch eine öffentliche Diskussion mit Sicherheit drüber an. Die ist jetzt im Begleitchor ja schon etwas vorhanden, die wird aber dann nochmal konkreter. Aber wir bleiben bei dem Ziel, dass wir bis zum Sommer dann auch mit dem Luftverkehrskonzept entsprechend in die Öffentlichkeit gehen können. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte mich vor allen Dingen an den Podiumsteilnehmern hier bedanken, Herrn Grillo, Herrn Fiebig. Herzlichen Dank noch einmal Ihnen allen, auch Herr Bundesverkehrsminister. Herr Fuchs wird uns noch in der nächsten Runde begleiten. Er ist sitzen geblieben sozusagen. Und ich darf die weiteren Teilnehmer auf die Bühne bitten. Danke. Ja. So. Bitte? Ja. Ich bin Westfale. So. Ich fange einfach mal mit den schon anwesenden Gesprächspartnern an. Eigentlich muss ich Ihnen die gar nicht vorstellen. Der Ordnung halber mache ich das natürlich trotzdem.
Frank Sierske, rechter Hand, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Neben ihm Michael Eggenspieler, das ist der Flughafenchef aus Hamburg. Neben mir Carsten Spohr, zu meiner Rechten, Chef der Deutschen Lufthansa AG und den Platz des Verkehrsministers hat sein parlamentarischer Staatssekretär eingenommen, Herr Norbert Bartle, der jetzt sozusagen auch den politischen und planungstechnischen Teil weiter vorführen wird, nehmen wir an. Sie werden uns jetzt die Details gleich erzählen. Es ist ein Thema angesprochen worden, das eben zum Schluss in der Schlusskurve, dass der Minister hat relativ deutlich gemacht, glaube ich, dass er nicht gedenkt, größeren Krach mit den Ländern hervorzuzaubern. Trotzdem, Herr Eggenspieler, wenn Sie erlauben, fange ich mit Ihnen noch mit der Frage an. Infrastrukturpolitik und das bei Flughäfen, ein großes internationales, eigentlich globales Geschäft, wie wir vorhin gehört haben, nicht nur die Fliegerei, sondern auch die dazugehörigen Infrastruktur. Und das Ganze wird mit 16 Bundesländern sozusagen geplant. Ist das eigentlich die richtige Methode? Wäre das nicht besser, wenn der Bund sich etwas deutlicher planungstechnisch auch durchsetzen würde? Ja, ich denke, man muss beide, wie das auch schon gesagt wurde, beide Seiten betrachten. Zum einen ist es schwierig, eine Infrastrukturpolitik gegen die Lokalen zu machen. Etwas durchzudrücken, das dann einfach von oben kommt, ist schwierig. Also der Dialog muss da sein und der muss lokal da sein. Ich glaube, gegen die Länder das zu tun, wäre unklug und Herr Dobrindt hat da völlig recht. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht es schon eine Gesamtsicht und auch ein Gesamtwillen, dass man eben darstellt, dass eine solche Infrastruktur eine landesweite Wirkung hat und eine Länderwirkung hat. Das ist gerade in Deutschland, wo wir ja wirklich ein Flächenland sind mit etwa 7 gleich großen Metropolregionen, die alle wirtschaftlich stark sind, vergleichbar stark sind, glaube ich, braucht man diese Infrastruktur quer durch. Und die sollte auch nach vergleichbaren Regeln, Regularien betrieben werden und sich auch entwickeln können. Also wenn ich über das Thema Planfeststellung und so weiter spreche, dann sollte das schon so sein, dass es verlässlich, belastbar ist, dass die Zeiträume da sind und dass es nicht unterschiedliche Handhabungen gibt in verschiedenen Ländern. Und das spricht dann dafür, dass man eben auf Bundesebene dafür sorgt, dass die Bedeutung der Luftfahrt und der Infrastruktur dazu eben so hoch gehalten ist, wie es für das gesamte Land ist und dass das nicht dann nur in eine Länderverantwortung abdriften kann. Herr Spohr, an Sie die Frage, auch die ich an Herrn Grillo schon gestellt habe, die Schwerpunkte, die der Bundesverkehrsminister eben skizziert hat. Sind das Schwerpunkte, die Ihnen recht wären? Herr Spohr, Herr Grillo hat sich ja bemüßigt gesehen, dann auch noch einen 21. Punkt hinzuzufügen. Sie vielleicht noch einen 22. Ich reduziere sogar gerne auf 2-3 Themen. Ich möchte nämlich sagen, dass wir ja erstmal gut beraten sind, dass wir heute an dem Punkt sind, wo wir sind, dass wir nämlich schon mal eine gemeinsame Einsicht haben, dass der Luftverkehr in Deutschland eine Relevanz hat für dieses Land und dass er droht zurückzufallen. Das ist ja keine so selbstverständliche Feststellung, wenn ich mir anschaue, wo waren wir vor ein paar Jahren. Und das ist, wenn man übergreifend, Flughäfen, die Airlines, die Politik, ohne jetzt den Gewerkschaften vorgreifen zu wollen, aber ein paar von ihnen kenne ich, da sind wir uns alle einig. Und dann ist ja die nächste Frage, was machen wir denn jetzt konkret, damit wir die Führungsrolle beibehalten? Und dann die Frage sich anschließt, dann komme ich zu Ihren Schwerpunkten, was ist denn das Problem? Wenn andere Branchen ein Problem haben, dann haben sie entweder ein Problem, dass sie nicht genug Kunden haben. Problem haben wir nicht. Es gibt Branchen, die haben ein Problem, dass sie nicht genug Mitarbeiter finden. Haben wir auch nicht. Ja, alle wollen im Luftverkehr, nicht alle, aber viele wollen im Luftverkehr arbeiten. Haben wir das Problem, dass wir nicht genug Infrastruktur haben, wie viele Länder? Haben wir heute aktuell nicht, in der Zukunft sehr wohl, Stichwort dritte Bahn. Haben wir ein Problem, dass wir nicht, was ich, juristische Rahmenbedingungen haben, sprich Verkehrsrechte? Nee, haben wir auch nicht. Wir haben sogar genügend Assets, Flugzeuge. Also all das ist da, wir haben eigentlich nur ein Problem. Wir haben ein Kostenproblem. Wir haben einseitige Belastungen in diesem Land, die uns kostenseitig so stark benachteiligen, dass wir in dieser Branche, die all die anderen Probleme nicht hat, nicht adäquat teilnehmen können. Und deswegen, was immer jetzt getan werden muss als nächste Stufe nach der Erkenntnis, die uns heute auch hier zusammengebracht hat, sind halt konkrete Entlastungen
oder Reduzierung der einseitigen Belastung, die die Branche hat. Ich freue mich über den Glückwunsch von Herrn Fuchs zu unseren 1,8 Milliarden Ergebnis. Und Sie alle wissen, wenn der schreckliche Tag letzten März nicht gewesen wäre, hätte ich das Wort Rekord ja auch benutzt, was ich deswegen nicht benutzen kann und will. Aber lassen Sie 1,8 mal kurz in Relation setzen. Wir haben die erreicht, natürlich auch mit dem Öl, lasse ich mal kurz weg, indem wir 15 Flugzeuge weniger fliegen als im Jahr vorher. Das ist hier für die Herren und Damen von den Gewerkschaften überhaupt keine schöne Art, ein gutes Ergebnis zu erreichen, indem man kleiner wird. Oder 1,8 Milliarden sind weniger, als was wir jedes Jahr investieren in neue Flugzeuge. Jedes Jahr brauchen wir 2,5 Milliarden bei Lufthansa, um so leise fliegen zu können, wie es die Technologie, übrigens auch in Deutschland gebaut, in Hamburg, erlaubt. 52 Flugzeuge kommen allein dieses Jahr und bei 600 insgesamt reicht das nicht mal, um unseren Flottenaltersdurchschnitt signifikant zu drücken. Also es geht letztendlich nur darum, wie wir einseitige Belastungen reduzieren können und da übergreifend einen Konsens zu haben und dann Prioritäten zu setzen, muss jetzt die nächste Stufe sein, ob in dieser Legislaturperiode oder in der nächsten. Das Thema Sicherheitskosten ist angefallen. Also warum muss unsere Branche als einzige ihre Sicherheitskosten selbst bezahlen? Der Fußball zahlt sie nicht selbst und meine Kollegen von der Bahn übrigens auch nicht. Da ist das, glaube ich, sogar gesetzlich auf 20% gedeckelt, was die Bahn zahlen muss. Ich lege einen drauf für uns alle heute hier. Wir zahlen gern 30% selbst. Die anderen 70% macht dann der Staat. Ja, in anderen Ländern in Europa ist das so. In den USA zahlt es auch der Staat. Also das ist, glaube ich, nicht nur einfache Sache, weil sie überhaupt nichts von Subventionen und ordnungspolitischen Problemen aufbringt, weil das ist eigentlich Standard, dass der Staat für Sicherheit aufkommt und nicht die Branche selbst, weil andere Branchen es, wie gesagt, auch nicht tun müssen. Und letztendlich auch Luftverkehrssteuer, wir alle wissen, wo sie hingehört, nämlich abgeschafft. Herr Fuchs hat es schön beschrieben. Solange sie erhoben wird, sollten wir wenigstens versuchen, die dadurch generierten Mittel in irgendeiner Form auch in die Modernisierung unserer Branche zu stecken. Ja, ob in Investitionsanreize für neue Flugzeuge. Ich bin da eigentlich politisch gar nicht für, aber wenn sogar die Autobranche das bekommt, dann brauchen wir es erstmal recht. Ja, und wir haben noch den Vorteil, wir fliegen dann leiser und emissionsärmer. Neues Flugzeug, neuer Airbus 320 Neo, 50% weniger Lärm, 15% weniger Emissionen. Das ist signifikant. Und ich glaube, die beiden Dinge allein würden schon eine Menge bewirken. Ich könnte weitermachen, aber ich will nicht mit Herrn Grillo konkurrieren. Emissionshandel, Sie fliegen von Berlin über Frankfurt nach Tokio und müssen Emissionsgebühren letztendlich entrichten. Sie fliegen von Berlin über Dubai oder über Abu Dhabi oder über Istanbul nach Tokio und müssen es nicht. Auch ohne Erdkundeleistungskurs, wir alle wissen, was der kürzere Weg ist, von Berlin nach Tokio, der führt nicht über Istanbul oder Abu Dhabi. Also ökologisch schädlicher, nicht belastet. Ökologisch sinnvolle, kurze Flüge belastet. Und die allein würden mir schon reichen, die anderen 18 machen wir dann später. Herr Bartler, weil wir schon bei den positiven Dingen waren, wie weit sind wir denn jetzt mit der Sicherheitsgebühr? Was ist der Planungsstand? Wann kommt es? Ja. Herr Funkburg, es hätten Sie, glaube ich, lieber vor 10 Minuten noch mal einen Minister fragen müssen, denn wohin die Reise geht bei unserem Konzept, das kann ich Ihnen noch nicht genau sagen, weil wir einige verschiedene Schwerpunkte haben, die wir noch abstimmen müssen, nicht nur mit dem Finanzminister, auch mit den anderen Ressorts. Deshalb kann man das noch nicht voraussagen. Aber klar ist, und das hat das Gutachten ja ergeben, dass wir uns mit den Wachstumsraten, die wir aus den vergangenen Jahren kennen, nicht zufrieden geben dürfen. Denn selbst wenn wir so weiter wachsen wie in den vergangenen Jahren, dann hängen wir ab, dann fallen wir zurück. Das hat das Gutachten klipp und klar ergeben. Und deshalb haben wir dem Gutachter ja auch den Auftrag gegeben, verschiedene Szenarien mal zugrunde zu legen. Hat er auch getan. Und da kommen wir eben zu dem Schluss, wir dürfen uns mit dem, was wir bisher haben, nicht zufrieden geben. Der Herr Spohr hat gerade über die höheren Kosten gesprochen, die wir haben bei uns. Das ist tatsächlich so. Ich habe heute früh im Gespräch mit einem Vertreter von Air Berlin erfahren, der seine Fluggesellschaft mit der schwedischen verglichen hat, die etwa vergleichbar ist, was die Größe anbelangt, was die Grundstruktur anbelangt. Und er hat uns vorgerechnet, dass er 60% höhere Regulierungskosten hat als in Schweden. Das muss uns zu denken geben. Also das sind Kosten, die eben auch zum Beispiel über Sicherheitsmaßnahmen entstehen, über Fluggastrechte entstehen, über sonstige Regulierungen, die wir vornehmen. Der Gutachter hat auch noch berechnet,
in einem zweiten Szenario, wie es gelingen könnte, dass Deutschland am weltweiten Wachstum teilnimmt. Da hat er bei allen Faktoren, die er zugrunde legt, alle positiven Einflüsse mit einbezogen, feststellen müssen, dass man wirklich alle positiven Einflussfaktoren realisieren müsste, die aufgelistet sind, um tatsächlich diese Teilhabemöglichkeit zu gewährleisten. Das dritte Szenario, er sollte noch darlegen, wie Deutschland ein höheres Wachstum als das weltweite erreichen könnte. Das hatte er erst gar nicht mehr berechnet, weil das außerhalb der Möglichkeiten steht. Herr Bsierske, normalerweise, wenn über Kosten geredet wird, wissen Sie ja, werden Sie angeguckt, ne? Die Arbeitnehmervertreter, weil Personalkosten sind immer ein großes Thema. Sie sind aber heute nur mal ganz freundlich angeguckt worden, vorhin aber in einem etwas anderen Zusammenhang. Aber vielleicht einfach die grundsätzliche Frage nochmal an Sie. Die Luftfahrtbranche ist groß, wird unterschätzt, mehrfach unterstrichen worden, mit allem, was dazugehört, 1 Million Beschäftigte sicherlich in Deutschland, damit größer sogar als die immer so viel gelobte und unterstützte Automobilindustrie. Was können denn die Arbeitnehmervertreter, die Gewerkschaften dazu beitragen, dass die Luftverkehrsindustrie wettbewerbsfähiger wird? Ja, zunächst mal würde ich ganz gerne Herrn Kauder unterstützen, wenn er dafür plädiert, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen. Wobei ich es jetzt nicht so besonders heroisch finde, dass der zuständige Ressortminister die Interessen seines Ressorts artikuliert. Noch besser wäre es, wenn er sie durchsetzen könnte. Und dabei würde ich ihm gerne helfen. Ich kann auch gut mitgehen, wenn Herr Kauder das Thema Sicherheitskosten aufgreift und in dem Zusammenhang die Mehrwertsteuerabzugsfähigkeit als eine mögliche Variante ins Spiel bringt. Ganz einverstanden. Und ich denke, dass es viele Maßnahmen gibt, die in der Tat nötig sind und wo wir an einem Strang auch mit den Unternehmen ziehen. Unternehmen wie Lufthansa und Air Berlin, die an fairen Wettbewerbsbedingungen interessiert sind. Und faire Wettbewerbsbedingungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, schließen faire Arbeits- und Entlohnungsbedingungen ein. Ich glaube, das sieht Herr Spohr genauso wie ich. Das zwingt dann aber auch zur Auseinandersetzung mit unfairen Praktiken und mit Geschäftsmodellen, die auf Sozialdumping beruhen und die Probleme bereiten für die Beschäftigten, für die Kunden, für die Verkehrssicherheit und auch für deutsche Unternehmen. Ich will zwei Beispiele ansprechen. Beispiel Nummer 1, Ryanair. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mindestens 2.200 selbstständige Piloten. Um direkte Arbeitsverhältnisse zu vermeiden, sind diese Piloten oder das fliegende Personal Geschäftsführer eines irischen Kleinstunternehmens und als Selbstständige für die irische Fluggesellschaft tätig. Das Unternehmen spart sich so die Abgaben für Kranken-, Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung und verschafft sich, ich würde zugespitzt sagen, unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber anständigen Wettbewerbern. Gleichzeitig ist aber klar, dass es sich dabei um eine lupenreine Form von Scheinselbstständigkeit handelt, denn die Piloten unterliegen strikten Vorgaben der Luftfahrtgesellschaft, also in diesem Fall von Ryanair. Hier ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, solche Praktiken gesetzlich zu unterbinden. Denn über eines sollte man sich keine Illusionen machen, Prekarisierung von Arbeit, da geht es um die Vermeidung sozialer Absicherung und Steuerzahlung, aber auch um Themen wie Sicherheit. In einer sehr sicherheitsintensiven Branche, denn wie jeder andere Selbstständige, verdienen diese Beschäftigten kein Geld, wenn sie krank sind oder wenn es zu Flugausfällen kommt. Und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist bekannt, die unter schlechten und unsicheren Arbeitsbedingungen leiden, haben häufig ein Problem, Sicherheitsbedenken auch anzusprechen. Das ist eine Problematik, über die man nicht einfach hinweggehen sollte. Und ich will ein zweites Beispiel anfügen. Norwegian Air Airlines, ein anderes Unternehmen, das unter irischer Gerichtsbarkeit gegründet dort, um die strenge norwegische Arbeitsgesetzgebung zu umgehen, über Personalagenturen billiges Personal in Singapur und Thailand rekrutiert als Leiharbeitnehmerinnen unter thailändischem Arbeitsrecht. Mit Piloten, die in Singapur, über eine Agentur in Singapur rekrutiert werden und
Crews, also Kabinenpersonal, das in Thailand rekrutiert wird, zu thailändischen Arbeitsbedingungen und Arbeitsrecht. Für Flüge zwischen der Europäischen Union und den USA und zurück. Da werden Lücken in der europäischen Gesetzgebung genutzt und damit bisher vernünftige Arbeitgeber unter Druck gebracht, weil das dazu führt, dass auch die über Mittel und Wege nachdenken, Kosten zu sparen. Und wenn dann Flüge transatlantisch für 150 Euro angeboten werden, ist das Ausdruck auch solcher Geschäftspraktiken. Herr Bsierske, wenn ich Sie kurz unterbreche, dem Nicken zu meiner Linken und meiner Rechten entnehme ich, dass da große Zustimmung herrscht. Wir wollen uns ja ein bisschen streiten hier vorne, so waren wir jedenfalls aufgefordert worden. Die Frage ist, was folgt daraus? Das kann ich Ihnen sagen. Unsere einheimischen Unternehmen, die gute Arbeitsplätze anbieten, werden diese Art von Wettbewerb nur überleben, wenn auf nationaler und auf internationaler Ebene eine faire Wettbewerbssituation herrscht. Faire Rahmenbedingungen, die es Unternehmen eben nicht erlauben, mit fragwürdigen Geschäftsmodellen Sozial- und Arbeitsstandards zu umgehen. Und ich denke, dafür muss die Bundesregierung, da ist das heute ja eigentlich auch ein guter Platz, das adressieren zu können, dafür muss die Bundesregierung auf nationaler, wie auf europäischer und internationaler Ebene sich engagieren. Sie muss sich aktiv innerhalb der EU dafür einsetzen, dass Geschäftsmodelle, die nur dem Zweck dienen, gemeinsame Sozial- und Arbeitsstandards auszuhebeln über Briefkastenfirmen und dies ermöglichen, Drittstaatenbeschäftigte zu Drittstaatenkonditionen innerhalb der Europäischen Union zu beschäftigen, abgeschafft werden. Das ist eine klare Erwartung. Und auf diesem Wege beizutragen dafür, dass Unternehmen wie Lufthansa, wie Air Berlin und andere, die faire Bedingungen auch gewährleisten wollen, dafür nicht die Zeche zahlen müssen, weil ermöglicht wird, Sozialdumpingpraktiken hier in Europa praktizieren zu können. Das ist meine klare Erwartung an die Politik. Herr Fuchs, dieses Thema faire Wettbewerbsbedingungen, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch diese Runde hier. Und Herr Bsierske hatte also nochmal einen ganz besonderen, brisanten Aspekt hinzugefügt. An das Problem oder die Frage, die sich daran knüpft, ist natürlich immer die, das sind Entscheidungen hoheitlich ausländischer anderer Regierungen, anderer Staaten, auf die wir keine Einflussmöglichkeiten haben. Wir können mit den Ländern verhandeln. Aber an den Politiker, Fuchs, vielleicht mal die Frage, müsste man da nicht im Vorfeld vielleicht etwas klarer diesen Staaten, bevor es also zu irgendwelchen bilateralen, multilateralen Vereinbarungen gibt, die ja gleiche Standards herstellen, müsste man nicht im Vorfeld etwas deutlicher und klarer herausstellen, was die Bundesregierung davon hält und wie sie darauf reagieren sollte? Ich denke, dass das ziemlich schwierig ist, denn die Iren, die werden einen Teufel tun und das, was wir wollen, uns einfach genehmigen bzw. verändern. Wir nehmen das ja auch im Steuerrecht wahr. Die Iren haben ganz anderes Steuerrecht als wir. Das ist wahrscheinlich noch ein teureres Spiel als die Unterschiede in der Lohn- oder in der Entlohnung ihrer Mitarbeiter. Also es gibt ja tausende von Beispielen, wo wir im europäischen Bereich ebenfalls im dicken Wettbewerb sind. Wenn Sie die irische Besteuerung sehen, dann hätte ich die ganz gerne für deutsche Unternehmen. Ich glaube, da wäre hier keiner, der im Saal ist, dagegen. Also da, lieber Herr Bsierske, haben wir in jedem Bereich unterschiedliche Lebensbedingungen, Arbeitsbedingungen, Kostenbedingungen etc. in Europa. Das werden wir nicht verändert bekommen, weil die Iren sich diesen Wettbewerbsvorteil, wie Sie es wahrscheinlich beschreiben und auch die Norweger, eher nicht nehmen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass das legal ist, was da geschieht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das illegal ist. Also kann ich auch nicht beurteilen. Die Beispiele sind mir so nicht bekannt. Ich wusste, dass die Rhein eher Ähnliches macht. Das habe ich schon gehört. Norwegian kannte ich nicht. Aber ich sage mal, solange das legal ist und in diesen Ländern nicht geahndet wird, wegen illegal, in Deutschland wäre das ja alles, was Sie gerade beschrieben haben, gar nicht möglich. Und insofern wollen wir auch da festlegen, es handelt sich um Wettbewerbsbedingungen, die wir im europäischen Kontext haben. Und wir können das nicht verändern. Wir können das auch in anderen Bereichen, ich habe das Beispiel Steuern genannt, nicht verändern. Vergleichen Sie mal die luxemburgische Besteuerung mit der deutschen. Das brauchen Sie gar nicht erst nach Irland oder nach Norwegen zu fahren. In Norwegen ist nebenbei die Besteuerung höher als bei uns.
Also das muss man einfach sehen und das wird sich auch so nicht ändern. Viel schlimmer finde ich die Subventionspraxis, die in einigen Ländern gemacht wird. Und da kann man drüber diskutieren. Und viel schlimmer finde ich, dass wir die Dinge auch noch fordern, die wir weltweit nicht durchgesetzt bekommen. Ich habe eben das Thema CO2 oder was auch immer, Klimaschutz angesprochen. Wenn wir den Klimaschutz wollen, dann ist das nur vernünftig, wenn das auf einer weltweiten Basis gemacht wird. Herr Spohr hat es ja eben sehr plastisch beschrieben, was das für den Flug nach Tokio bedeutet. Darf ich einen Satz sagen? Ich finde es jetzt keine Überforderung, einzufordern, dass gesetzliche Arbeits- und Sozialstandards, die wir hier haben, für alle in Deutschland stationierten Beschäftigten ausländischer Unternehmen gelten. Wie soll denn das anders laufen? Und ich finde es auch keine Überforderung, in der Europäischen Union mit dafür zu sorgen, dass Drittstaatenbeschäftigte zu Drittstaatenkonditionen innerhalb der Europäischen Union nicht beschäftigt werden dürfen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir ganz andere Probleme, Herr Fuchs. Also ich sehe nicht, wie wir das so juristisch durchsetzen sollen, dass Drittstaaten hier nicht arbeiten dürfen, in anderen Ländern auch noch obendrein. Da fehlt mir momentan die Fantasie, wie das gehen soll. Aber bitte schön, unsere Gesetze akzeptieren. Wir haben eine klare Regelung jetzt gegen Scheinselbstständigkeit. Warum machen wir davon keinen Gebrauch? Was diese irischen Piloten machen, ist Scheinselbstständigkeit und nichts anderes. Und wer hier stationiert ist, der muss die deutschen Gesetze akzeptieren. Das machen wir doch in anderem Zusammenhang auch. Und warum soll das ausgerechnet hier an dieser Stelle nicht gelten? Das vermag ich nicht einzusehen. Herr Spohr, um nochmal auf die internationalen Bedingungen zurückzukommen, die auch jenseits der Beschäftigten liegen. Wir hatten schon mehrfach angesprochen, dass auch die Hubs teilweise subventioniert werden, vor allem da im Fernen Osten. Wenn wir jetzt sehen, dass in Istanbul gerade ein Flughafen hochgezogen wird, der uns ja sozusagen auch geografisch noch näher liegt auf der Asienroute in einer Größenordnung. Ich glaube, wenn wir alle deutschen Flughäfen großen zusammenzählen, kommen wir da gerade mal in die Preisklasse rein. Wird Ihnen da nicht Angst und Bange um Ihre Chancen als Fluggesellschaft gegen ausländische Airlines, die genau solche Drehkreuze nutzen? Ja, unbedingt, weil heute schon sind unsere Infrastrukturkosten hier in Deutschland größer als das, was viele immer glauben, unser oberster Kostenblock sei. Unser oberster Kostenblock ist nicht mehr Treibstoff und ist auch nicht Personal. Es ist inzwischen Infrastrukturkosten, Sicherheitskosten, Flugsicherung plus Flughäfen. Also wenn da der Unterschied noch größer wird, weil es hier teurer wird und an den Orten günstiger, ist ganz klar, dass das Umsteigeelement unserer Branche immer mehr dahin wandert. Und das nochmal, könnten wir in den letzten Jahren sehen. Die Lufthansa hat vor 20 Jahren 20 Destinationen in Südostasien angeflogen, bis nach Australien. Heute sind es noch 2, Bangkok und Singapur. Und nicht, weil Südostasien nicht positiv sich entwickelt hätte die letzten 20 Jahre. Ist alles weg. Indien, einer der größten Wachstumsmärkte für deutsche Exportwirtschaft, haben wir vor 5 Jahren doppelt so viele Städte angeflogen wie jetzt. Das tut der Lufthansa in Anführungsstrichen nicht weh, weil sie verdient dann halt woanders Geld, haben wir ja gezeigt. Aber ist das das, was wir als Deutschland, Tourismusbranche, Herr Grillow für den BDI oder unsere Mitarbeiter im Sinne Perspektiven uns wünschen? Und deswegen ist das natürlich ein Thema, wenn das, was wirklich Wachstum und Beschäftigung und Verbindung generiert, nämlich der Umsteigeverkehr, immer mehr wegbricht. Und deswegen haben wir auch aus meiner Sicht, das, was ich heute gehört habe, hat mir da gefallen, diese ganzheitliche Sicht auf diese Kosten Benachteiligung, die einseitig ist, zu richten. Deswegen ist uns ja auch fast egal bei Lufthansa, ob jetzt die Luftverkehrssteuer fällt oder ob sie uns über Investitionsanreize für moderne Flugzeuge teilweise zurückkommt, ob wir alle gemeinsam es helfen, der deutschen Flugsicherung auf ein Kostenniveau zu kommen, was wenigstens dem Durchschnitt Europas entspricht. Ich will nicht sagen, dass mir es völlig egal ist, aber fast egal. Hauptsache, die Benachteiligung lässt nach, weil sonst werden Verkehrsströme nach und nach abwandern. Und eins ist klar, wenn die Lufthansa den Verkehrsstrom nach Kalkata, nach Istanbul und Dubai verliert, verliert sie irgendwann auch den Flug nach Kalkata. Den haben wir nämlich vor 3 Jahren eingestellt. Und damit gibt es keinen Deutschland-Direktdienst mehr nach Kalkata. Also es ist nicht nur der Frage der Umsteigeströme, wir verlieren auch direkte Anbindungen. Und deswegen macht mir das sehr große Sorge. Und nochmal, deswegen freue ich mich, dass wir heute in der Art, wie wir da heute diskutieren, darüber sprechen. Weil das kann, wie gesagt, beim Thema Infrastruktur und bei den Personalthemen genauso nicht der Weg der Zukunft sein. Ich will jetzt nicht, dass Herr Siska mich noch zum Ehrenmitglied macht, aber ich kann dir nur zustimmen. Wir hatten ja, wie Sie alle vielleicht mitbekommen haben, den einen oder anderen Arbeitskampf letztes Jahr. Und
Und an einem der Tage mache ich die FAZ und die Süddeutsche auf. Erste Seite Wirtschaftsblatt. Mit uns können Sie 365 Tage im Jahr fliegen, weil unsere Mitarbeiter stehen Ihnen immer zur Verfügung. Dann eine namhafte Airline aus Dubai, ist mir jetzt der Name entfallen. Den Wettbewerb, ja, den kann man natürlich nicht gewinnen, wenn man wie wir zu den Themen wie Streikrecht und soziale Standards, kann ich Herrn Zeleski nur zustimmen, steht. Wir müssen verstehen, dass das in allen anderen Branchen über eine WTO nicht möglich wäre, so ein Wettbewerb. Aber wir sind halt nicht in der WTO mit der Branche. Deswegen brauchen wir die Bundesregierung, dass sie an den Stellen, da kommen bilaterale Verkehrsabkommen zum Beispiel zum Tragen, Herr Fuchs, da haben wir keinen Dissens, wie gerade mit Herrn Zierske, ob die Gesetze reichen. Da haben wir die Gesetze. Da müssen wir halt dafür sorgen, dass der Handel und der Wettbewerb nur so offen sein kann, wie er auch fair ist. Und wenn er nicht fair ist und wir das nicht ändern können, weil wir in den Ländern keine Zugriffe haben, kann er mit den Ländern halt auch nicht so offen sein, wie wir es grundsätzlich als Lufthansa gerne hätten. Wir wären nicht zum größten aviation Konzern der Welt geworden in den letzten 60 Jahren, wenn wir nicht für offenen Wettbewerb wären und gegen Protektionismus, aber nur da, wo Fairness und Offenheit in Balance stehen. Und das tun sie halt da nicht. Herr Genschwieler, ein Punkt war ja vorhin angesprochen worden, der für Sie als Flughafenbetreiber von Interesse war. Das war das Thema Betriebszeiten, die Öffnung. Die wollte sich die Bundesregierung, wie soll ich sagen, etwas entspannter zeigen. Wie wichtig ist das eigentlich für Sie? Ich habe in diesem Gutachten habe ich die interessante Formulierung gefunden, verlängerte oder Lockerung der Betriebszeiten würde nicht die Kapazitäten erhöhen, aber die Attraktivität der Flughäfen. Reicht das und stimmt das? Ja, zum einen ist das eines der Themen, die man im Land selbst eben auch bestimmen kann. Also viele der Punkte, die wir heute angesprochen haben, kann man ja nicht direkt von hier aus beeinflussen. Und Flugbetriebszeiten ist ein Thema, das man hier sehr, sehr direkt beeinflussen kann. Und das ist letztendlich das Offenhalten und das Zurverfügungstellen der Infrastruktur. Also das ist, wenn Sie in eine Fabrik nur von morgens 8 bis 16 Uhr offen haben und dann schließen, dann haben Sie Ihre Produktionsmittel auch nicht richtig eingesetzt. Und so gesehen sind die Betriebszeiten, ich sage mal, nicht nur für die Flughäfen, sondern natürlich auch für die Airlines ein zentrales Thema. Und eines, das in letzter Zeit immer wieder in Diskussion kommt, es gibt in Deutschland eine gesetzliche Nacht, die beginnt um 22 Uhr. Und an allen Flughäfen wird bis 23 oder 24 Uhr geflogen, in einigen die ganze Nacht. Also da hat es einige Themen, die man sehr wohl und sehr klar festhalten kann. Und wenn man das jetzt im Konzept auch so eindeutig tut, und da bin ich dann schon für eine deutschweite Vorgabe, was diese Betriebszeiten sein sollen, damit man auch hier letztendlich Planungssicherheit hat. Planungssicherheit für die Flughäfen, Planungssicherheit für die Airlines, die wissen, was geht, aber auch Planungssicherheit für die Nachbarn, die nämlich dann auch wissen, auf was sie sich einlassen. Wenn sie dahin ziehen, wissen sie, was die Betriebszeiten sind und tun nicht so, als ob sie überrascht sind. Genauso das Thema Nachtflüge. Ich denke, es spricht niemand von einem flächendeckenden Nachtflug in Deutschland an den Flughäfen. Es gibt aber einige Flughäfen, da ist das zwingend, die Fracht wurde angesprochen und auch die brauchen ein klares Bekenntnis dazu, dass das eben so ist, dass man das braucht und dass für die Industrie das ein zentraler Punkt ist. Und den muss man, glaube ich, schon deutlich festhalten und den kann man auch. Es gibt ein norddeutsches Luftfahrtkonzept, da ist vielleicht jetzt die norddeutschen 5 Länder haben das schon, die haben das festgehalten. Für Norddeutschland ist Hannover der Flughafen, der 24 Stunden offen ist. Hamburg als städtischer Flughafen wissen wir auch, das wird nie eine Option sein. Aber wir müssen uns darauf verlassen, dass auch das steht im Konzept drin, dass die heutigen Flugbetriebszeiten eben gelten und dass die auch in die Zukunft Bestand haben. Weil jede Airline, die sich für einen Standort entscheidet, ihre Ressourcen dort einsetzt und wir wissen alle, was im Flugzeug in der Anschaffung schon kostet, nicht nur vom Betrieb zu reden, die wollen sicher sein, dass sie dann auch diese Zeiten nutzen können und damit ihre Produktionsmittel richtig einsetzen und in Konsequenz auch für den Standort dann eben verlässlich und gut da sind. Wenn wir das nicht tun, dann wandert man ab. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, dass man über Zeit dahin geht, wo man seine Produktionsmittel nach optimal einsetzen kann. Und das müssen wir verhindern. Und wenn man das klipp und klar deutlich reinschreibt und dass es für Gesamtdeutschland dann gilt, dann wissen wir, woran wir sind und haben eine, denke ich, auch gute Basis, die wir selbst in der Hand haben. Sie bitte teilzunehmen an der Diskussionsrunde. Noch eine kurze Frage an den Herrn Bartler in dem Zusammenhang.
Auch einfach zur Präzisierung, was genau ist geplant oder wie ist der Planungsstand bei diesem Thema Betriebszeiten und Nachtflug? Das Thema wird im Luftverkehrskonzept sicherlich seinen Niederschlag finden, weil wir davon ausgehen, dass weitere Einschränkungen der Betriebszeiten auf keinen Fall hingenommen werden könnten. Das würde unsere Marktchancen weiter verringern, Wettbewerbsnachteile mit sich bringen. Also eine weitere Einschränkung halten wir für nicht machbar. Im Grunde genommen sind wir uns als Verkehrsministerium darüber im Klaren, dass wir eigentlich noch mehr Flexibilisierung bräuchten. Wir haben da einige wenige Flughäfen, die 24-Stunden-Betrieb haben. Das wird nicht an allen Orten möglich sein. Es gibt entsprechende Rechtsprechung. Ganz grundsätzlich sind die Länder dafür zuständig. Aber wir werden das Thema in unserem Luftverkehrskonzept sicherlich ansprechen und darauf hinweisen, dass die Frage der Betriebszeiten ganz, ganz wesentlich sind für die Wettbewerbsfähigkeit. So, dort ist eine Wortmeldung. Bitte schön. Einmal drauf. Ja. Geht's? Jetzt mein Name ist Jürgen Reuter, Bundestagsbüros Winkelmeier, Becker und Carsten Möhring. Ich war im letzten Jahr auf einer ganz wunderbaren Veranstaltung. Herr von Rando erinnert sich, im BER, wir haben die Baustelle besichtigt, alles war ganz toll und da hatten wir auch das Thema des Lohndumpings, Herr Bzirks, Sie haben das richtig angesprochen. Meine Frage, ich hatte die damals auch gestellt, was Sie mit Ryanair und Norwegian beschreiben, da hatte ich die Frage gestellt, genau mit dieser Scheinselbstständigkeit und da hatte mir der Herr Gavens, der hier anwesend ist, geantwortet, das würde Air Berlin auch machen. Also wir sind uns ja alle einig, dass wir dieses Lohndumping eigentlich nicht haben wollen. Die Frage, ja Herr Gavens, der Herr Rando war auch da. entweder habe ich da was vollkommen falsch verstanden, aber eigentlich höre ich bei solchen Kongressen immer sehr gut zu. Deswegen nur die Frage, ist das auch so? Und wenn ja, dann würden wir das natürlich auch auf diese Gesellschaft ausweiten. Dankeschön. Deswegen zahlen wir bei Lufthansa mehr, dann gleicht sich das aus in Deutschland dann. Also nein. Tja, das war trotzdem eine klare Antwort. So. Haben wir noch einen? Bitte. Ich wollte keine Frage stellen, sondern mein Name ist Martin Biesel, Berlin. Ich kann mit Sicherheit ausschließen, dass wir die Konstruktion der Scheinselbstständigkeit in Deutschland haben. Wie schon erwähnt, von Herrn Bzirks zu Recht, sie wäre auch rechtlich nicht tragbar. Was wir natürlich haben, da ist vielleicht eine Verwechslung, die ich vermute, was auch andere Airlines haben. Wir haben natürlich Personaldienstleister außerhalb des Unternehmens, die gewisse saisonale Schwankungen im Rahmen der Personalüberlassung machen. Das ist aber ein völlig normales, saisonales, ausgleichendes Geschäft. Ja, vielen Dank. So, haben wir noch? Haben wir nicht? Wunderbar. Damit rutschen wir wieder so ein bisschen in den Zeitplan rein. Das hilft mir und uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Ihnen auf dem Podium. Der Herr Bartle ist jetzt derjenige, der freundlicherweise noch mal kurz bei uns bleibt. Und ich bitte die weiteren Diskutanten auf die Bühne und erstmal einen Dank an die anderen hier. Gut. Job. So, meine Damen und Herren. Wir wenden uns einem Thema zu, das nicht minder spannend und brisant ist in diesem Zusammenhang. So, die Schildchen werden ausgetauscht, damit jeder seinen Platz findet. So, kommen Sie zu mir, Herr Lehmann, Herr Weiger. So, wenn ich nochmal Ihre Aufmerksamkeit haben dürfte, es ist zwar das dritte und letzte Thema in dieser Podiumsrunde, aber gleichwohl kein unwichtiges Thema, ein Thema, das, glaube ich, alle Verkehrsträger in den letzten Jahren zunehmend beschäftigt. Und das ist nämlich die Frage der Akzeptanz von Verkehr und vor allem von Mehrverkehr in der Bevölkerung. Ein nicht nur
sagen wir mal, gesundheitspolitisch wichtiges Thema, sondern ein politisch insgesamt wichtiges Thema, wenn man die Reaktionen auf bestimmte Planungsmaßnahmen, auf Volksentscheide, die inzwischen herbeigeführt werden, zu allen möglichen Planungen oder noch Nichtplanungen mal betrachtet. Und insofern freue ich mich, dass wir diese Runde zusammengetragen haben. Wie gesagt, Herr Bartle, weiter am Tisch als Vertreter der Bundesregierung, des zuständigen Ministeriums. Dann darf ich vorstellen Hubert Weiger. Er ist der Vorsitzende des Bundes für Umwelt- und Naturschutz. Herr Harry Lehmann, er ist Leiter des Fachbereichs Umweltplanung beim Bundesamt für Naturschutz. Und Matthias von Randow zu meiner Linken ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Ach, wo haben wir den? Ist uns, ich sehe gerade. Verloren gegangen. Aber ist uns verloren gegangen. Es heißt Umweltbundesamt. Was habe ich gesagt? Bundesamt für Naturschutz. Aber ich weiß nicht, vielleicht... Ach, ich bitte um Entschuldigung. Ja, dann ist mir das irgendwie... Ja, ist so schwierig, auch, mit woher man herkommt. Ach nee, das ist jetzt nichts. Mein Problem. Wir müssen ja ein bisschen stacheln. Ja, mit Naturschutz haben wir nämlich nichts zu tun. Ja, ja. Naja, indirekt vielleicht schon. Ne? Ja, immer, klar. Die Wirkung wird schon die richtige sein. So, Herr Weiger, vielleicht darf ich mit Ihnen anfangen. Einfach mal mit der vielleicht auch etwas provokativen Frage. Ist es notwendig? Wir haben jetzt über die Ausweitung des Luftverkehrs die ganze Zeit gesprochen. Wenn Sie jetzt mal aus Ihrer Perspektive Ihre Brille mal aufsetzen, ist es nicht eigentlich dann eher notwendig, den Luftverkehr einzuschränken? Genau das Gegenteil zu tun? Ja, bevor ich darauf eingehe, einmal ein Dankeschön für die Einladung und damit auch für die Möglichkeit, dass wir uns hier positionieren können. Denn in der Tat, wir sind in einer zentralen Wegscheide. Stichwort auf der einen Seite nachvollziehbar die Forderungen, die wir jetzt heute Nachmittag gehört haben. Auch im Hinblick auf Stichwort den exportorientierten Industriestandort Deutschland und auf der anderen Seite eine zentrale Herausforderung, nämlich dass wir eigentlich gemeinsam doch zunehmend die Erkenntnis haben müssten oder haben müssen, dass ein Weiter-so nicht möglich ist, dass wir zunehmend an Grenzen stoßen, die wir auch mit politischen Mehrheiten und mit Akzeptanz nicht verändern können, nämlich an den Grenzen der Belastbarkeit unseres Naturhaushaltes. Und dass das, was die UNO im letzten Herbst einstimmig beschlossen hat, 17 Nachhaltigkeitsziele, denen auch wir uns verpflichtet haben, letztendlich Zug um Zug Grundlage unserer Politik werden muss. Und damit, glaube ich, stehen wir in der Tat vor einer ganz gewaltigen Herausforderung, nämlich quasi beim laufenden Betrieb unserer Industrienation diese beginnen umzubauen, sodass wir tatsächlich dem Leitbild der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen. Und die vorhin genannten Ziele, ob das jetzt die COP21 in Paris ist, ob es die entsprechenden nationalen oder internationalen Ziele sind, das sind ja nicht Ziele eines Ministeriums, sondern das sind Ziele von Staaten und Ziele von Regierungen, nämlich dass wir in einer relativ kurzen Zeit die Treibhausgasemissionen reduzieren müssen. Und das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung. Von daher ist, glaube ich, in der Tat, Stichwort Akzeptanz, möchte ich vom Bundesminister Dobrindt ausdrücklich aufgreifen, ist notwendig. Und deswegen bin ich auch persönlich sehr dankbar für die Tatsache, dass Sie zu einer Tagung von Abgeordneten, die überwiegend sich mit wirtschaftlichen Fragen der CDU-CSU beschäftigen, auch einen Vertreter eines Natur- und Umweltschutzverbandes einladen, ist ja nicht selbstverständlich, dass wir in der Tat in einer riesigen Herausforderung uns befinden. Und wir müssen also
reduzieren. Wir müssen Belastungen reduzieren. Und ich glaube, da gibt es durchaus gerade auch im Rahmen eines entsprechenden Luftverkehrskonzeptes bisher noch auch ansatzweise nicht erkannte Bereiche. Stichwort Verlagerung von Verkehren auf die Schiene, um damit auch Standortsvorteile zu nutzen, die wir nun mal in Deutschland aufgrund unserer dichten Struktur auch tatsächlich haben. Natürlich nicht generell, sondern dort, wo die Bahn tatsächlich konkurrenzfähig ist. Aber ich glaube, nicht nur aus klimapolitischen, sondern auch aus ökonomischen Sicht macht es zum Beispiel keinen Sinn, wenn die Lufthansa von Nürnberg nach München noch einen entsprechenden Linienbetrieb hat. Wir wissen ja auch aus vielen Gesprächen, dass ja auch der innerdeutsche Flugverkehr nicht gerade derjenige ist, der überwiegend zu den Erträgen der Unternehmungen beiträgt. Also von daher, wenn wir eine intelligente Verknüpfung hinbekommen, die tatsächlich intelligent ist, die entsprechend Komfort nicht Nachteile, sondern Vorteile hat für den Kunden, glaube ich, dann hätten wir einen Gewinn, denn wir könnten damit über 150.000 hochgerechnet Flugbewegungen in Deutschland einsparen. Das heißt, wir könnten tatsächlich Kosten sparen, Umwelt entlasten, könnten entsprechende Infrastruktur optimiert nutzen und könnten zu einer neuen Arbeitsteilung kommen. Ich glaube, die gewaltige Herausforderung, vor der wir stehen, ist die Optimierung in der Arbeitsteilung, die uns natürlich auch entsprechende Vorteile gebracht hat, nicht fallen zu lassen, sondern sie zu ergänzen durch entsprechende verstärkte Kooperation. Was wollen wir? Wir brauchen Mobilität, wir brauchen entsprechende Transporte, sei es Personen, sei es Güter, und die müssen so realisiert werden, dass in einem dicht besiedelten Land, dass sie tatsächlich damit auch dauerhaft nicht umweltschädlich ist. Ich möchte auch ansprechen, die Subventionierung von Regionalflughäfen, bisher auch noch nicht angesprochen. Ryanair, ne, das wir zu Recht völlig beklagen, in der Tat für uns nicht nachvollziehbar, einen Wettbewerber in Deutschland zu akzeptieren, der klar deutsche Gesetze letztendlich nicht beachtet. Das hat mit Fair und Marktwirtschaft in unseren Augen nichts zu tun. Da appelliere ich gerade auch an die CDU-CSU bei Ludwig Erhard, der aus der gleichen Stadt wie ich kommt, nämlich aus Fürth, mal nachzulesen. Marktwirtschaft erfordert Rahmen, erfordert faire Wettbewerbsverhältnisse, ansonsten geht das zwangsläufig nach unten und derjenige, der sich durchaus vorbildhaft verhält, hat ökonomische Nachteile und wird es auf Dauer in einem Wettbewerbssystem nicht durchhalten. Also von daher, Stichwort die Subventionierung von Regionalflughäfen, ist, glaube ich, einer kritischen Überprüfung zuzuführen. Sie sind ein Dauersubventionsbetrieb, der auch zu entsprechenden Abnehmenbelastungen führt. Und von daher glaube ich auch, dass natürlich Stichwort Einzelbesteuerung, Stichwort die bereits angesprochene Steuer auf den Flugverkehr, dass die verstärkt international diskutiert werden muss. Stichwort über CO2-Abgaben und anderes, damit wir tatsächlich zu einer internationalen Angleichung kommen. Und es ist doch auch die Frage, wenn der Flugverkehr eben nicht den Regeln der WTO unterliegt, ob es nicht notwendig ist, auch darüber zu diskutieren. Was hindert uns denn daran zu sagen, die Diskrepanzen werden so riesig, dass wir das letztendlich nicht durchhalten und dass es zu entsprechenden Verzerrungen kommt. Also mein Plädoyer für eine offene gesellschaftliche Akzeptanz, was aber mit Sicherheit nicht oder was zu einer Verringerung der Akzeptanz führt, ist, dass vorhandene Belastungen, die nun mal da sind und die nicht dazu, die nicht ignoriert werden können und die nicht damit zusammenhängen, dass Menschen hingezogen sind, sondern dass die Flughäfen sich vergrößert haben, siehe Köln, dass die einfach ignoriert werden, sondern die müssen ernster genommen werden als bisher. Und darüber muss auch in einem neuen gesellschaftlichen Dialog in meinen Augen eingetreten werden. Ja. Vielen Dank für den Hinweis auf die internationalen Bedingungen, Herr Lehmann. Vielleicht würde ich an Sie gerne noch mal weitergeben. Vorhin war kurz die Sprache vom Klimaschutzplan 2050 und
ist dann, weil wir über Standortfragen mehr diskutiert haben, etwas runtergegangen. Also wie das denn für, es wurde ja kritisiert, ziemlich deutlich kritisiert, ja, dass das sozusagen die Luftverkehrswirtschaft ins Museum transportieren würde, wie die Industrie generell. Sehen Sie das auch so? Nein. Nein. Wir haben derzeitig globale Rahmenbedingungen seit Paris. Das heißt, global ist die Situation gegeben, dass sich 185 Länder verpflichtet haben, das 2-Grad-Ziel und wenn es geht, 1,5 Grad einzuhalten und in der zweiten Hälfte des nächsten Jahrhunderts zu einer dekarbonisierten Gesellschaft zu kommen. So, das sind globale Rahmenbedingungen. Wenn ich jetzt auf den Flugverkehr sagen wir mal, mit dem Mikroskop reingehe, da gibt es derzeit die Verhandlungen bei der ICAO, wie der Luftverkehr mit globalen Instrumenten ab 2020, 2022 seine Selbstverpflichtung, die Emissionen nicht mehr zu steigern, global einhalten kann. Da gibt es unterschiedliche Aspekte, die da kommen können. Man kann zu einem überregionalen Emissionshandel kommen, sei es jetzt also große Länder wie China, USA und dem Bereich Europa kann zusammen Emissionshandel betreiben. Es gibt andere sogenannte Market-Based Instruments, die diskutiert werden. Es wird diskutiert den Übergang auf Bioenergie, den wir übrigens beim Umweltbundesamt für einen Fehlweg halten, weil es nicht genug Bioenergie gibt. Und es gibt den Vorschlag, den wir gemacht haben, dass wir mit Power-to-Liquid Drop-in-Fuel langsam umstellen halt auf einen Treibstoff, der langsam dann Solar- oder Windenergie beinhaltet, um damit auch der Industrie die Möglichkeit zu geben, bei ihren Turbinen, Flugzeugen, Infrastruktur zu bleiben. Das ist die derzeitige Situation. Und deswegen halte ich es auch für falsch, wenn wir jetzt so tun, als wenn wir bis 2020 uns nicht drum kümmern müssen, denn es kommt im nächsten Jahrzehnt. Also das heißt, wir müssen jetzt gucken, nicht vor der Kohorte sehr weit vorgelaufen, aber wir müssen schon zu den führenden Ländern, Regionen gehören. Und ich halte es auch für verkehrt, wenn man falsche Ängste erzeugt, wie mit dem Segelflugzeug nach Nordamerika fliegt. Darum geht es nicht. Es geht darum, und das sagen wir im Umweltbundesamt, zu einer Industriegesellschaft, die wir bejahen, gehört auch eine Luftfahrtindustrie. Nur die Frage, wie groß, wie sie gestaltet ist, wie sie verbunden ist mit anderen Verkehrsträgern und wie man die Lasten, die bei Umwelt und Gesundheit stattfindet, vernünftig minimiert, ist etwas, was wir angehen müssen. Ich habe es jetzt so kurz wie möglich gemacht. Ja, wunderbar. Herr von Randow, der Spohr hat vorhin gesagt, die Luftverkehrssteuer könnte in seiner Meinung, von mir aus könnte die bleiben, ne, wenn die Industrie sie zurückflösse an die Industrie, möglicherweise für Investitionen in was auch immer. Und einer der Vorschläge, der ja jetzt gerade mal da war, das war halt alternative Antriebe. Wäre das so ein Weg? Also es ist ja völlig richtig, was Professor Weigert für die Umweltbewegung hier nochmal herausgestellt hat. Und Dr. Lehmann hat es ja nochmal unterstrichen, auch von Seiten der nachgeordneten Behörde des BMU. Die zentrale ökologische Herausforderung im Luftverkehr besteht doch darin, dass wir die Emissionen bei CO2 und Lärm reduzieren. Das ist die zentrale Herausforderung. Jetzt reicht es aber dann nicht zu sagen, das postulieren wir mal als Ziel, sondern der entscheidende Punkt ist doch, wie erreiche ich das? Und wie erreiche ich das? Erstens wirkungsvoll und das im Wissen darum, dass ich beim Luftverkehr mit einem im internationalen Wettbewerb stehenden Verkehrsträger zu tun habe. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Der wirkungsvollste Weg, dieses, was wir hier gemeinsam unterzeichnen können, dieses Ziels, nämlich die CO2- und Lärmemissionen runterzubekommen, besteht in zwei Instrumenten. Erstens, Sie müssen investieren in neue Technologie, in neue Flugzeuge. Denn damit reduzieren Sie am wirkungsvollsten Lärmemissionen und CO2-Emissionen. Da sind ja schon Zahlen genannt worden, 15% weniger Treibstoffverbrauch, wenn Sie den A320 durch den A320neo ersetzen zum Beispiel. Beim Thema Lärm das Gleiche. Und das zweite Instrument, warum ist das zweite jetzt so wichtig?
Weil mit dem ersten erreichen Sie ja erst einmal nur eine Reduktion des spezifischen Verbrauchs. Wir haben aber Wachstum im Luftverkehr. Also wie gehen Sie mit dem Problem um? Auch da ist die Antwort sehr einfach. Sie brauchen ein Instrument, das so ausgestaltet ist, dass Sie die wachsenden Emissionen aufgrund des Wachstums von Verkehr, an anderer Stelle reduzieren. Das ist die Idee des Emissionshandels gewesen. Und das ist die Idee jetzt auch der marktbasierten Instrumente, die wir in Montreal verhandeln. Der entscheidende Punkt ist nur bei diesem zweiten Thema, das müssen Sie als ein internationales Instrument implementieren. Wenn Sie das nicht international implementieren, erreichen Sie lediglich, dass Sie die Emissionen woanders hinschieben. Und da ist für den Umweltschutz nichts, aber auch gar nichts erreicht. Das Einzige, was Sie erreichen, ist, dass es andere Unternehmen emittieren und unsere nicht mehr. Das kann doch nicht Sinn einer Umwelt- und Wirtschaftspolitik aus Deutschland sein. Deswegen sagen wir, die zwei Instrumente ja, Instrument 2 international. Deswegen sagen wir, diese beiden Instrumentarien haben eine zentrale Voraussetzung. Die Unternehmen müssen investieren können. Das heißt, Luftverkehrsunternehmen müssen Investitionskraft haben. Und zweitens, wenn Sie über Maßnahmen gesetzlicher Natur reden, internationale Maßnahmen. Was wir aber erleben, und das ist doch ein Verdienst dieser heutigen Konferenz, auch der Unionsfraktion, noch mal ganz klar herauszustellen, wir haben eben in Deutschland eine Situation, dass wir nationale Alleingänge haben und dass wir auch europäische Alleingänge haben und die haben die Investitionskraft unserer Unternehmen massiv, massiv begrenzt, gefährdet und führen dazu, dass wir weniger in ökologische Innovationen investieren können. Das ist das Problem. Noch nicht angesprochen oder jetzt nur am Rande angesprochen, haben wir das Thema auch Lärmemissionen. Das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Herr Bartel, vielleicht noch mal an Sie die Frage gerichtet. Das ist ja etwas, wo wir hier national was machen könnten, wo wir nicht darauf warten müssen, zwingend, dass international irgendwie was passiert. Was sollten wir denn machen? Ich darf vielleicht doch noch ein Stückchen weiter vorne anfangen. Also es gab vor wenigen Wochen eine Verkehrsministerkonferenz in Amsterdam, bei der auch die Umweltminister beteiligt waren. Und da haben wir uns lange darüber unterhalten, wie man die Anforderungen der Klimaschutzziele umsetzen, erreichen kann im Verkehrsbereich. Und da waren sich erfreulicherweise alle einig, dass die Umsetzung der Klimaschutzziele im Verkehrsbereich zunächst einmal betrachtet werden muss für Straße, Schiene, Wasserstraße, dass aber der Luftverkehr und der Schiffsverkehr international zu betrachten sind und nicht europaweit. Das, glaube ich, war ein ganz wichtiges Ergebnis und da hat er von Rando gerade eben darauf hingewiesen, dass wir auf internationaler Ebene, also auf globaler Ebene, auf ICAO-Ebene festlegen müssen, wie man diese Ziele erreichen kann und wie man sich die Ziele setzt und welche Mechanismen greifen können. Es macht keinen Sinn, das auch nur auf europäischer Ebene zu regeln. Das war ein wichtiges Ergebnis dieser Konferenz. Bei den Lärmemissionen, da kann man durchaus auch national viel machen, gar keine Frage. Wir denken in unserem Luftverkehrskonzept daran, entsprechende Anreize zu setzen. Also ich hoffe, wir können das auch durchsetzen innerhalb unserer Bundesregierung, dass ein gewisser Ausgleich stattfindet, falls die Luftverkehrssteuer eben doch nicht abgeschafft werden kann, im Hinblick auf lärmmindernde Materialien, Flugzeuge, aber auch was das Vorfeld auf dem Flughafen anbelangt, auch da kann man sehr vieles tun. Wir steigen bereits schon ein in die Elektrifizierung der Vorfeldverkehre, Green Gate Frankfurt sei ein Stichwort. Also da kann man auch auf nationaler Ebene manches tun, wenn wir zum Beispiel die Ersatzbeschaffung leiserer Flugzeuge auch entsprechend unterstützen könnten. Das ist ein Ziel, das wir haben. Ob wir es erreichen, wie gesagt, kann ich noch nicht versprechen, aber wir arbeiten daran. Insofern, was die Schadstoffemissionen anbelangt, international, Lärmemissionen, da können wir auch auf nationaler Ebene viel erreichen, sowohl was die Luftfahrzeuge anbelangt, als auch alles andere Lärmemissionierende auf den Flughäfen, was sich da bewegt und was da in Frage kommt, bis hin zur Frage, ob vorgewärmte Luft zuzuführen und so weiter und so fort. Also da gibt es vielerlei Möglichkeiten, die wir noch ausschöpfen können und daran arbeiten wir auch. Herr Fernando,
Emissionen, ein großes Thema, das andere Thema Planungsverfahren. Selbst wenn hier große Skeptisch herrschte, ob wir überhaupt noch irgendwas planen werden, zumindest an Flughäfen, was Größeres jedenfalls noch. Aber Planungsverfahren sind ja gerade im Verkehrsbereich, im Luftverkehrsbereich insbesondere, bei der Bahn ist das auch nicht viel anders, ein Riesenthema. Eine der Empfehlungen aus diesem Gutachten für den Bundesverkehrsminister lautet, diese Planungsverfahren aus verschiedenen Wegen zu straffen, zu verkürzen. Haben Sie das für einen sinnvollen Weg? Das ist immer ein kluger Vorschlag. In meiner 10-jährigen Zeit als Ministerialbeamter habe ich 2 Planungsvereinfachungsgesetze mitgemacht, in denen wir versucht haben, Verkehrsinfrastrukturplanung schlicht zu vereinfachen, zu beschleunigen. Das ist ein mühseliges Unterfangen. Es lohnt sich, das zu tun. Was ich aber auch sagen will, ist, wir sehen zwar auf der einen Seite, dass wir Planungsverfahren vereinfachen und beschleunigen müssen, aber genauso sehen wir als Luftverkehrswirtschaft durchaus den Bedarf, dass wir Bürger stärker in Verfahren beteiligen. Das Problem ist nur, wenn Sie in den Bundesrat schauen, was da so für Vorschläge liegen, die gehen alle in die Richtung, sind ja auch von Kollegen, früheren Kollegen von mir geschrieben, also alles Ministerialbeamte, die denken in solchen Kategorien, die verkomplizieren das deutsche Planungsrecht, diese Vorschläge. Und deswegen lehnen wir die ab. Die halten wir nicht für zielführend. Die führen übrigens alle diese Vorschläge, die im Bundesrat sind, führen nicht zu unmittelbar direkter Bürgerbeteiligung. Deswegen haben wir als Luftverkehrswirtschaft Vorschläge unterbreitet, die haben wir vor 2 Jahren ausgearbeitet und gehen damit hausieren und sagen, warum geht ihr nicht den direkten Weg und bezieht bei dem Thema Flugverfahren Bürger in die Fluglärmkommission unmittelbar und direkt ein. Repräsentativ die Bürgerinitiativen, bezieht sie ein, das sind unsere Vorschläge, bezieht zweitens das Umweltbundesamt zusätzlich zum Bundesamt für Flugsicherung mit ein und geht dort in eine direkte Bürgerbeteiligung. Dann haben Sie Bürger beteiligt und nicht nur die Träger öffentlicher Belange. Das sind oft öffentliche Vertreter, die sozusagen intermediär die Interessen von anderen vertreten. Das sind unsere Vorschläge. Das ist ein Stück direkter Beteiligungsdemokratie, die eben nicht Planverfahren verkomplizieren. Und einen solchen Weg zu gehen, für den Sie übrigens keinerlei Gesetzesveränderungen brauchen, das deutsche Planungsrecht ermöglicht das. Wir haben sogar die Gremien dafür, die Fluglärmkommissionen existieren. Und wir können Ihnen nur raten, sowohl dem Bundesgesetzgeber als auch dem Landesgesetzgebern, halten Sie sich fern von diesen Vorschlägen, die da im Bundesrat liegen, die nur deutsche Planungsbürokratie weiter verkomplizieren, sondern nehmen Sie unsere Vorschläge auf, die eine direkte Bürgerbeteiligung sogar ausweiten. Ja, die Frage können wir gleich weitergeben an Herrn Weigert. Ist das probates Mittel? Also es ist mit Sicherheit sinnvoll, die Bürger, die betroffenen Bürger auch in einer anderen Qualität als bisher einzubeziehen. Stichwort Fluglärmkommissionen. Damit sind ja durchaus positive Erfahrungen gemacht worden, denn das Argument, da handelt es sich nur um Querulanten, trifft ja mit Sicherheit nicht zu, sondern da wird sehr intensiv diskutiert und da werden aber dann auch Erfahrungen gesammelt, ne? Und wenn die ernst genommen werden, wenn die einbezogen werden, ich kenne das jetzt vom Flughafen, von der Fluglärmkommission in Nürnberg, dann kommt es auch zu wesentlich besseren Ergebnissen. Dann steigt auch oder wird auch die Akzeptanz in vielen Fällen erhalten. Aber zum Planungsverfahren, glaube ich, gibt es ein zentrales Defizit. Aufgrund der Beschleunigungsgesetzgebung der letzten 15 Jahre wird die Grundsatzfrage, ob es überhaupt notwendig ist oder nicht, nicht mehr diskutiert. Und wenn Sie diese zentrale Frage nicht in einer breiten Ebene diskutieren, werden Sie die Konflikte nicht lösen. Das erleben Sie im Moment an der 3. Stadt- und Landebahn in München. Weil diese Grundsatzfrage, braucht es überhaupt noch eine 3. Stadt- und Landebahn, nie umfassend diskutiert worden ist, weil sie letztendlich durch die Ausbaugesetzgebung entschieden worden ist, können Sie dann
eine Vertiefung der einzelnen Verfahren machen mit 100 Akten und es wird zu keiner größeren Akzeptanz führen, denn sie werden immer wieder mit dieser Frage konfrontiert werden und von daher unser Plädoyer am Anfang des Prozesses ausführlich diskutieren, offener, um dann tatsächlich dann durchaus, da gibt es absolute Beschleunigungsmöglichkeiten, ohne dass man substanziell etwas verliert. Entschuldigung, dass ich mich da einmische, Herr Professor Weyert, aber ich glaube, das ist unzutreffend, was Sie sagen, weil die Frage des Obs wird natürlich im deutschen Planungsverfahren, das ja in einem erheblichen, jahrelangen Planverfahren stattgefunden hat, natürlich gestellt. Der entscheidende Punkt ist ein anderer. Aber wenn Sie dann über einen jahrelangen Planungsprozess durchgegangen sind und haben einen rechtsgültigen Feststellungsbeschluss, der dann übrigens auch beklagt worden ist und dann von den obersten Gerichten dieser Republik auch nochmal bestätigt worden sind, dann braucht dieses Land Rechtssicherheit. Und die haben wir dann, wenn wir einmal durch diesen ganzen Prozess, der das Wie und das Ob in Frage gestellt hat, gegangen sind. Deswegen Ihr Punkt, wird das Ob denn überhaupt noch in Frage gestellt? Das ist ja voll gewährleistet gewesen. In jedem Planverfahren wird das gestellt. Deswegen ist Ihre Ausführung problematisch. Es sei denn, und das ist jetzt meine Frage an Sie, Sie sagen, wenn wir durch ein Planverfahren durchgegangen sind, leider dauern die in Deutschland 5, 6 Jahre, dass wir dann plötzlich neue Bürger haben, Menschen, die jetzt irgendwie neu betroffen sind, die sich neu betroffen fühlen, sagen, das interessiert mich da mit der Rechtssicherheit nicht. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal wieder neu die Frage des Obs aufwerfen. Und da sage ich Ihnen nein. Da sagen wir ganz klar nein dazu, denn das ist ein Bruch mit der Rechtssicherheit, die wir hier haben und die eine Grundlage jeglichen wirtschaftlichen Handelns hier in der Republik überhaupt ist. Also natürlich ist die Frage im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens diskutiert worden. Und wir haben ja uns da intensivst eingebracht, aber sie ist nicht mehr gerichtlich überprüft worden. Das ist doch das Entscheidende. Das heißt, die Grundsatzfrage ist nicht mehr gerichtlich überprüft worden. Und damit haben Sie keine Akzeptanz für den Flughafen München 3. Und da können Sie ein weiteres Bürgerverfahren mit Unterstützung vielleicht von DAX-Konzernen in München durchführen. Sie werden es mit einer größeren Mehrheit als letztes Mal verlieren. Ich würde ganz gerne die Runde auch zu Ihnen ins Plenum öffnen. Die erste Wortmeldung, bitteschön. Mein Name ist Mandy, komme aus Braunschweig. Ich wollte mich eigentlich nicht melden, aber Herr Professor Weyert hat mich geradezu gereizt, indem er mehrfach die Regionalflughäfen angesprochen hat. Und ich hoffe, Ihnen ist bekannt, dass 3/4 des Luftverkehrs von Regionalflughäfen ausgeht. Nicht die Passagierzahlen, das sind nur ein paar Prozent. Aber es ist im Wesentlichen Wirtschaftsverkehr. Und dieser Wirtschaftsverkehr, den kann ich Ihnen mal deutlich machen, was zum Beispiel gerade in Braunschweig passiert. Wir haben nämlich keine Linie, wir haben kein Ryanair. Wir sind der sogenannte Forschungsflughafen, wir haben das DLR dort, die zum Beispiel forschen an lärmarmen Flugzeugen. Wir haben die steilen Anflugverfahren, um die Lärmemissionen für die Bevölkerung geringer zu machen. Wir haben Wirbelschleppenuntersuchungen. Wir haben 7 Institute zur Flugführung. Über 3000 Menschen arbeiten in der Forschung an diesem Flughafen. Aber ohne Flugverkehr, mit einer Ausnahme, der Wirtschaftsverkehr. Nämlich der Weltkonzern Volkswagen mit einer eigenen Flotte plus alle Zulieferer, sei es Audi, sei es Seat, bis hin nach Moskau, hat internationalen Flugbetrieb, der zwingend erforderlich ist. Vorhin gab es den Spruch, Fracht braucht Nacht, ich sage mal, time is money. Jeder, der in einem größeren Wirtschaftsbetrieb ist, wird sagen, auf der A2 nach Berlin zu fahren, das ist Kamikaze fahren. Ob ich ankomme, weiß ich nicht und pünktlich schon gar nicht. Und Wirtschaftsmanager berechnen das auch. Ich mache Ihnen ein kleines Beispiel, dann höre ich auch auf. Wir haben Beziehungen nach Prag zu Skoda. Da fahren 60 bis 70 Leute in 2 Bussen den ganzen Tag hin. Und dann arbeiten sie da einen Tag und dann fahren sie den ganzen Tag zurück. Das sind 3 Arbeitstage. Jetzt fliegt eine Maschine, nach 3/4 Stunde sind sie da und abends wieder zu Hause. Das ist kostenbesser, das ist wirtschaftlich. Und da kann man nicht einfach so daherkommen und sagen, also Regionalflughäfen, die müssen wir mal überprüfen. Das sind Wirtschaftsfaktoren an vielen kleinen Flughäfen, die ganz wichtig sind, nämlich auch Wirtschaftsverkehr.
Denn niemand leistet sich ein Flugzeug aus Spaß, bis auf wenige. Und dann vielleicht nur zu den Lärmschutzkommissionen. Natürlich sind das keine Verrückten, aber überall ist einer dabei. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für den Beitrag. Sehe ich noch eine Meldung? Ich sehe keine Meldung. Doch, ach, Entschuldigung, sorry. Bitte. Mein Name ist Wolfgang Hoffmann. Ich bin hier für die Bundesvereinigung gegen Fluglärm. Im Übrigen seit 1977 Mitglied der Kölner Fluglärmkommission. Ich kenne also den Flugbetrieb seit über 43 Jahren von der Seite der Betroffenen. Mich hat gefreut, dass wenigstens diese Runde, vielleicht vorher schon der Herr Bzirske, auf die Internationalität gekommen ist. Und dass es eigentlich unsinnig ist, zu versuchen, das Problem der Luftfahrt in Deutschland zu lösen. Wir müssen sehen, dass erstens einmal ein europäisches Übereinkommen zustande kommt, was es ja auch nicht gibt in Bezug auf den Flugverkehr. Die Standards, die dort einzuhalten sind in Bezug auf Kerosin und also CO2-Geschichten und Lärmgeschichten. Es gibt keine einheitlichen Maßnahmen in Europa, weil sich jeder sein eigenes Heim baut. Und das Zweite ist, in Bezug auf die ICAO, wenn man dieses Thema anspricht, auch mit dem Ministerium für Verkehr, dann hört man, ja, das sind 199 Mitglieder und wir sind einer. Was können wir machen? Und dann werden die Hände gestreckt. Also so geht's doch nicht. Also entweder die Politik entscheidet sich, diese Dinge wirklich handfest politisch voranzutreiben, oder man lässt es. Ja, herzlichen Dank für den Beitrag. Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Doch, ach, man, ich sehe, Sie verstecken sich da so in der Reihe, bitte. Schüchterne Handhebung. Die dürfen übrigens dem Podium auch mal durchaus eine Frage stellen. Schüchtern gar nicht so sehr. Mein Name ist Helmut Breidenbach, bin der Vorsitzende der Bundesvereinigung gegen Fluglärm. Interessanterweise nicht eingeladen zu dieser Veranstaltung, aber trotzdem hier. Ich bin Mitglied dieser Arbeitsgruppe, die dieses Luftverkehrskonzept schreiben soll. Wir haben einmal zusammengesessen. Es gibt noch nicht mal eine Übereinkunft, was ist ein Luftverkehrskonzept. Wir haben nicht darüber gesprochen, was da drin stehen soll. Und vorhin, Herr Dobrindt hat ja vorgetragen aus der Koalitionsvereinbarung, da steht eine Menge drin über Transparenz. Und ich würde es eigentlich einfordern, auch bei der Erstellung des Konzeptes. Die Frage ist an Sie gegangen, glaube ich, Herr Bartel, ja, oder die Bitte, also, genau gesagt. Ich will zunächst einfach noch mal betonen, dass wir zur Erstellung eines Luftverkehrskonzeptes, und wir sind ja mitten in der Arbeit, eine Arbeitsgruppe eingerichtet haben und eine Lenkungsgruppe eingerichtet haben. Die Lenkungsgruppe besteht aus den beteiligten Ministerien. Die Arbeitsgruppe besteht aus allen Fachverbänden der Luftfahrtwirtschaft und besteht darüber hinaus aus Beteiligten der Bevölkerung, insbesondere aus BUND und den beiden Spitzenverbänden, was den Fluglärm anbelangt. Und ich halte dieses Vorgehen eigentlich für beispielgebend und für sehr gut, dass wir bereits in der frühen Phase der Erstellung eines Konzeptes auch diejenigen mit einbeziehen, die sich um Fluglärm kümmern, und diejenigen mit einbeziehen, die sich um den Umweltschutz kümmern. Das geschieht nicht erst dann, wenn die Verbändeanhörung stattfindet, was eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern in einer sehr frühen Phase, weil wir alle Beteiligten mitnehmen wollen. Insofern kann ich die Klage nicht ganz verstehen, sondern ich finde, da können sich andere ein Beispiel nehmen, an dem wir da diesbezüglich vorgehen. Das stimmt so nicht.
Ich sitze ja in der gleichen Arbeitsgruppe, Herr Breidenbach. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nur auf folgende Verabredung noch mal richten. Wir haben zu Beginn des Prozesses gemeinsam mit Ihnen und mit dem BUND und allen Folgendes erklärt, nämlich gegenüber noch den Steuerern, den Staatssekretären auch, da haben wir gesagt, also wir wollen das nicht schreiben. Wir finden es gut, dass ihr uns beteiligt. Wir geben unsere Meinung, unsere Expertise ein, Sie als Umweltverbände, Bürgerinitiative, Fluglärm und so weiter, wir als Luftverkehrswirtschaft. Und dann, wenn wir das einbringen, arbeitet das Ministerium, dafür sind die ja auch da, die Beamten, ja, dann arbeiten die das aus und dann zeigen die uns das. Jetzt müssen wir mal arbeiten. Und Herr Bartler hat ja darauf hingewiesen, dass daran gearbeitet wird. Von daher, der Beteiligungsprozess ist außerordentlich stark, für uns überraschend stark. Und wir wollen das auch gar nicht schreiben. Wie gesagt, hatten wir uns darauf verständigt. Sie wollten das auch nicht schreiben und gesagt, bloß die Finger davon. Wir wollen das aber gerne sehen und wollen beteiligt werden, wollen einbezogen werden. Und das findet statt. Herr Lehmann. Nee, hat sich erledigt. Hat sich damit erledigt, ja. Gut, meine Damen und Herren, ich ziehe einen Schlussstrich, bevor ich jetzt gleich eine Abmahnung von den Veranstaltungen wegen Überziehung bekomme. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bis zum Schluss und auch für die angerichtete Debatte in der Schlusskurve. Vor allem natürlich bedanke ich mich bei den Teilnehmern hier auf dem Podium, auch wenn wir uns etwas sputen mussten. Herzlichen Dank bei Ihnen und ich übergebe wieder an den Herrn Barz. So, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Moderation, ganz herzlichen Dank allen Diskutanten. Sie haben uns auf eine ganze Reihe von Dingen aufmerksam gemacht, auf die wir so nicht ohne diese Veranstaltung nicht aufmerksam geworden wären. So, und jetzt haben wir aber auch noch eine ganz wichtige parteiübergreifende Parlamentariergruppe, die sich mit diesem Thema seit vielen Jahren befasst. Und das ist die Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt. Und der Vorsitzende dieser Parlamentsgruppe ist zufällig hier. Und deshalb bitte ich jetzt Klaus-Peter Wilsch um seine Worte. Ja, lieber Arnold Fahrz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass dieser Fachkongress zustande gekommen ist, denn das ist schon einer der wichtigen Aspekte dieses Kongresses, dass er stattfindet und dass Platz ist, um über Luftverkehr zu reden und dass Zeit ist dafür und dass mit dem Konzept sich auseinandergesetzt wird. Ich habe eine persönliche Geschichte, was den Luftverkehr anbelangt, weil meine erste berufliche Aufgabe am Flughafen in Frankfurt war, damals noch FAG, noch nicht Fraport. Das war kurz nach Lockerbie. Und danach haben wir ja auch verschiedene Dinge noch im Luftverkehr erlebt, 9-11, dann Lehmann. Und das habe ich gelernt am Flughafen schon in den frühen Jahren. Wenn es immer mal rauf und runter geht in der Weltwirtschaft, der Luftverkehr steigt, hat ein Sägezahnbild, er bricht mal runter, aber nimmt den Wachstumspfad hinterher wieder auf. Und das ist etwas, was auch noch eine Weile so bleiben wird, wie noch so viele Verkehrsbedürfnisse unbefriedigt sind. Mit Blick auf das, was ich mal Konzeptmüdigkeit nennen will, will ich eines in Erinnerung rufen oder zu bedenken geben. Uns hat in Frankfurt sehr geholfen, dass die Schröder-Fischer-Regierung damals ein Flughafenkonzept aufgestellt hat, wo die besondere Bedeutung von Frankfurt herausgestellt war. Das hat uns in der politischen Durchsetzbarkeit nachher des Ausbaus Nordwestbahn, Landebahn erheblich geholfen. Und ich denke, auch hier vom Luftverkehrskonzept werden positive Impulse ausgehen. Die Problemfelder sind ja hinreichend angesprochen worden. Ich werde Ihnen jetzt auch noch versichern, dass ich für die Abschaffung der Luftverkehrssteuer stimme. Das habe ich auch schon bei anderen Gelegenheiten gemacht. Deshalb ist das nicht unbedingt unglaubwürdig. Ich will, was die anderen nationalen Beeinträchtigungen anbelangt, Thema Betriebszeiten, kurz eingehen auf das, was Herr Gavens und der Eckenspieler gesagt haben. Ich glaube, wenn wir es hinkriegen, in unserer saturierten Wohlstandsgesellschaft das, was wir haben, zu bewahren, also zwei Nachtflugmöglichkeiten, Fracht und ansonsten wie in Frankfurt auch die Mediationsnacht und nicht die gesetzliche Nacht aufrechtzuerhalten, dann ist das wahrscheinlich am oberen Rand dessen, was wir erreichen können. Wir müssen das verteidigen, aber dass wir diese verschwenderische Stilllegung der Kapazitäten in einem Viertel der Nacht oder gar einem Drittel grundsätzlich abschaffen würden, das habe ich mir abgeschminkt. Da ist
einfach der Wohlstand zu groß hier bei uns für. Die Leute wollen das nicht mehr. Und man muss damit dann in Kauf nehmen, dass Teile dieser Verkehre eben andernorts stattfinden werden. Aber so ist das dann eben. Das ist dann wahrscheinlich eine Entscheidung auch dieser Gesellschaft. Ich sage, was ich auch gelernt habe, schon damals, ich konnte förmlich zusehen, als ich in Frankfurt angefangen habe, wie auch Regulatorik wirkt. Damals sind in Frankfurt probeweise als erstes die lärmabhängigen Flughafenentgelte eingeführt worden. Und man konnte zusehen, wie 707 und 727 immer weniger wurden in der Luft. Und ein weiteres, wenn man an Flottenpolitik denkt, ist natürlich, dass man auch Geld verdienen muss als Luftverkehrsgesellschaft im ganzen System. Denn sonst wird Innovation und neuere Maschinen mit geringen Emissionen und sowas sehr viel langsamer nur durchgesetzt werden, als es sonst geschehen kann. Man kann auch durch schlichtes Beobachten und darüber reden, den Menschen Zusammenhänge, die erstmal kompliziert erscheinen, begreiflich machen. Wir haben immer wieder die Diskussion gehabt, wir brauchen den Flughafen Frankfurt nicht auszubauen, die Fracht geht alle auf den Hahn und dann ist es gut. Wenn man eben weiß, wie eben ja angesprochen, dass die Hälfte im Belly mitfliegt von der Fracht und dass die Möglichkeit zu vernetzen entscheidend ist. Und wenn man in Firmen geht im Wahlkreis und sieht, von den Firmen, die ich besuche, es sagt mehr als die Hälfte, ich bin hier in der Gegend, ich wohne in der Nähe vom Flughafen, weil ich einen 24-Stunden-Service machen will, weil ich meine Kunden erreichen kann, weil ich so und so viele Direktdestinationen erreichen kann, dann zeigt das die Vorteilhaftigkeit von Luftverkehr und einer starken Infrastruktur in diesem Bereich. Ich glaube, wir müssen versuchen, noch viel mehr als Community, es gibt ja so ein bisschen Spirit in der ganzen Community Luftverkehr, wir müssen versuchen, die Gutwilligen mitzunehmen, wir können Gleichgültige vielleicht noch ein bisschen motivieren. Und ich habe da selbst einen Beitrag zugeleistet, als wir das letzte Mal vor dem Ausbau standen. In meiner Zeit, als ich Jugendlicher war, als ich politisch sozialisiert wurde, fand die Schlacht um die Startbahn 18 West statt, mit toten Polizisten und brennenden Barrikaden auf der Autobahn. Und wir haben dann Ende der 90er Jahre gesagt, lass uns doch die alle was wissen vom Luftverkehr, zusammenfassen, organisieren und haben eine Bürgeraktion pro Flughafen gegründet, um einfach der schweigenden Mehrheit auch Stimme und Gesicht zu geben. Und das hat ganz gut funktioniert. Jedenfalls haben wir immer den Gegnern auch ein paar Minuten bei der Radiosendezeit oder ein paar Zeilen in der Zeitung abnehmen können und sie standen nicht alleine. Denn das ist ja auch Betroffenheit, dass man einen Arbeitsplatz hat, dass Jugendliche Perspektiven haben, in der hochinteressanten Branche zu arbeiten. Und was uns Hoffnung machen kann, ist vielleicht eins, was ich Ihnen gerade noch berichten will. Fraport hat, irgendjemand hat es auch kritisiert, an der neuen Nordwestlandebahn eine Aussichtsplattform eingerichtet. Sie wissen, es gibt die Planespotter und irgendein Umweltverband hat das kritisiert, aber da sind mehr Planespotter, die da Flugzeuge fotografieren und anschauen wollen mit ihren Kindern, als sich montags mittags an alten Herren im Terminal 1 versammeln, um gegen den Flughafen zu demonstrieren. Und das zeigt, dass da noch Potenziale sind. Und wenn wir alle ein bisschen mitwirken, auch was die Belegschaften anbelangt, zu sagen, wir lassen uns hier diese Standorte nicht kaputt reden, sondern wollen die erhalten, weil wir an einer modernen und verbundenen, einer vernetzten Welt auch verkehrstechnisch teilhaben wollen, dann ist da noch einiges an Potenzial drin und an Luft nach oben möglich. Wenn wir da alle dran zusammenwirken, Sie auch die örtlichen Abgeordneten ermuntern, in dieser Richtung tätig zu sein und Ihnen dabei auch Unterstützung zuteil werden lassen, dann soll uns das gelingen. Ich will in meiner überfraktionellen Arbeitsgruppe weiter daran arbeiten, dass wir eine positive Grundstimmung für Fragen des Luftverkehrs haben bei uns. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, es ist jetzt nun an mir, Sie aus dieser tollen Versammlung zu entlassen, aber nicht ohne noch ein paar Worte gesagt zu haben, das müssen Sie noch ertragen. Und zwar erstens, also ich finde es ganz fantastisch, dass dieser Kongress hier stattgefunden hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob alle Damen und Herren, die hier sitzen, wissen, dass Sie jetzt den Kräften in unserer Fraktion, die wirklich den Luftverkehr in Deutschland etwas voranbringen wollen, einen erheblichen Dienst durch ihre bloße Anwesenheit erwiesen haben. Das ist zum Ersten. Ja. Zum Zweiten möchte ich zusammenfassend sagen,
Ich habe eine ganze Menge Aspekte heute kennengelernt, die in, meines Erachtens auch in einer munteren Diskussion hier in den Podien ausdiskutiert worden sind. Sonst ist es ja oftmals so, dass sich die Herren alle nur gegenseitig bestätigen, dann ermüdet das Publikum, es verdünnt sich etwas und dann gehen alle nach Hause. So ist es hier nicht gewesen, sondern es hat tatsächlich auch eine gewisse inhaltliche Kontroverse hier stattgefunden, die uns ein Stück weit Einblick ermittelt hat, wie die Diskussionslage ist. Ich möchte mich bei allen, die hier dabei waren, ausdrücklich bedanken. Ich möchte von unserer Seite sagen, es ist uns bewusst, wir haben eine Reihe von Problemen im Luftverkehr, die wir angehen müssen. Das ist natürlich das Kostenproblem. Aber Sie haben gesehen, alleine an der Tatsache, dass es keinerlei Widerspruch, wutentbrannten Widerspruch gab, als dass die Sympathie für das Ende der Luftverkehrssteuer hier geäußert wurde, gab es allgemein keine Pfiffe. Das ist doch schon mal sehr viel wert. Und ich hoffe, dass wir in der Angelegenheit weiter vorankommen. Das Zweite ist, was wir gelernt haben, wir müssen den Luftverkehr in einem globalen Rahmen betrachten. Alle anderen Betrachtungsweisen führen in Sackgassen. Und das heißt, global gleiche Wettbewerbsbedingungen herstellen. Das erfordert allerdings die Mitarbeit der anderen. Das können wir nicht alleine. Und selbstverständlich müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, aber wir stellen natürlich fest, dass in anderen Weltregionen teilweise andere Prämissen gelten, andere politische Betrachtungsweisen. Und diese anderen politischen Betrachtungsweisen führen dazu, dass Dinge, die wir als Fortschritt betrachten, als erstrebenswert betrachten, dort eben nicht auf der ersten Platz der Agenda stehen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und daraus ergibt sich für uns eine Optimierungsaufgabe. Es ist nicht alleine notwendig, Vorreiter zu sein, sondern es ist notwendig, dass das gesamtgebilde Luftverkehr so zu gestalten, dass es sich in Richtung weniger Belastung für die Umwelt, weniger Belastung in Richtung Kosten und weniger Strapazierung von Arbeitnehmerrechten beispielsweise bewegt. Dass wir tatsächlich nach und nach eine Konvergenz erleben auf dem Bereich. Das ist das Ziel. Darauf arbeiten wir auch hin. Und ich glaube, dass der heutige Tag ein guter Start war. Wir haben auch gehört, dass der Bundesminister zugesagt hat, das Luftverkehrskonzept wird, wie erhofft, in diesem Sommer noch kommen. Ich weiß nicht, wie lange der Sommer geht dieses Jahr, aber nehmen wir mal an, nicht? Also, nehmen wir mal an, es wird fertig. Ich hoffe, dass es klappt. Wäre eine tolle Sache. Wir wissen, dass wir, und das sage ich jetzt, ich freue mich auch sehr, dass der BUND vertreten war und uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es wirklich darum geht, auch Belastungen zu reduzieren. Und jawohl, das ist auch unsere Absicht, das zu tun. Und dann muss ich auch mich nochmal bedanken bei denjenigen, die sich gegen Fluglärm einsetzen, die heute gekommen sind, obwohl bedauerlicherweise nicht eingeladen, aber trotzdem waren sie eine Bereicherung für unsere Versammlung. Ich sage Ihnen nur, wir haben Ihnen schon sehr viel zu verdanken. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, man muss sich nur mal vorstellen, dass ohne diesen ständigen Druck auf einen leiseren Luftverkehr wahrscheinlich in der Richtung relativ wenig geschehen wäre. Und dass das alles geschehen ist, das haben wir natürlich auch diesen Druck zu verdanken. Und aus dem Grunde ist er nötig. Und deshalb bedanke ich mich auch dafür. Auf der anderen Seite müssen wir aufpassen in diesem Land. Wir können in diesem Land keinen Stillstand verantworten. Und es darf nicht so weit gehen, dass wir schließlich im internationalen Wettbewerb so weit nach hinten geraten, dass unser Luftverkehr immer mehr zurückgeht. Das ist im Übrigen auch keineswegs im Interesse der Regionen. Ich muss mal sagen, ich komme ja aus Ostdeutschland und ich beobachte so ein bisschen, ich war lange Zeit Umweltminister, dass die Betroffenheit über Lärm indirekt proportional zu dessen Stärke ist. Das heißt also, zu DDR-Zeiten hatten wir unermesslichen Krach auf den Straßen, aber wir waren abends fix und fertig von der Arbeit und konnten trotzdem durchschlafen bis zum nächsten Tag. Und dann wurde das allmählich leiser. Aber die wenigen Lärmpunkte, die es doch noch gab, die fingen an, die Menschen aufzuregen, dass es ein regelrechter Unfrieden entstanden ist. Das ist die Situation gewesen. Ich will nur mal drüber nachdenken.
dass das so ist. Und wir sind im Übrigen, oder wir wären in Ostdeutschland sehr daran interessiert, so ein Luftdrehkreuz zu kriegen. Eigentlich müsste ich alle, die den Lärmschutz betreiben im Westen, besonders stärken, damit möglichst ein paar Flughäfen dort geschlossen werden, damit wir nördlich von Dresden vielleicht ein großes Luftdrehkreuz kriegen. Wir würden dort sofort den Volksentscheid machen, würden ungefähr 90% dafür kriegen und würden umbauen. Aber, und in Frankfurt und in München wäre sofort Ruhe und Frieden, wie gewünscht. Aber das war natürlich nur ein böser Scherz, aber vorher hatte ich mich bei Ihnen ja bedankt. Und ich meine das auch ganz ernst. Ich finde, wir sollten kollegial, konstruktiv und auf das Ziel gerichtet eine allgemeine Akzeptanz für einen wachsenden Luftverkehr in diesem Land, der die Umwelt schont, der die Arbeitnehmerrechte achtet und der seinen Zweck erfüllt, vorantreiben. Da haben Sie uns auf unserer Seite und ich bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.